Philosophische Gespräche mit Jochen Kirchhoff, Episode 23. Was ist Erkenntnis? Lieber Jochen, die Frage danach, wie man zu Erkenntnissen gelangt und sicheres Wissen von bloßem Glauben bzw. schlichten Irrtümern unterscheidet, beschäftigt die Menschheit seit Anbeginn des Denkens und vor allem die Philosophie. Als Mutter aller Wissenschaften hat die Philosophie neben der Logik unter anderem auch die wissenschaftliche Methode hervorgebracht. Noch Isaac Newton nannte sein Hauptwerk von 1687 nicht von ungefähr die mathematischen Prinzipien der Naturphilosophie. Mit der wissenschaftlichen Methode hat zugleich ein ganz bestimmter Zugang zur Welt mit ganz bestimmten Voraussetzungen seinen Siegeszug über den Erdball angetreten. Von Anbeginn der Philosophie hat es jedoch auch andere Zugänge zur Erkenntnis und damit zur Welt und zum Menschen gegeben. Diesen wollen wir heute nachgehen und dabei folgende Themen besprechen. Erstens, meine Wahrheit, deine Wahrheit, ist nicht alles relativ. Zweitens, Eigenschaften und Voraussetzungen wissenschaftlicher Erkenntnis. Drittens, andere Formen des Erkennens und ihre philosophischen Grundlagen. Viertens, dein eigener Zugang zum Thema Erkenntnis. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen, Jochen Kirchhoff. Lieber Jochen, lass uns mal ganz schlicht anfangen mit dem Wort Erkenntnis. Was ist damit gemeint? In der deutschen Sprache ist ja Erkenntnis nicht so klar definiert, weil es ja auch ein Alltagsbegriff geworden ist. Ich habe erkannt, Person X ist ein Idiot. Oder ich habe erkannt, sie betrügt mich. Oder ich habe erkannt, dass dieses Geschäftsmodell das Beste ist. Und solche Sachen. Also ist auch ein bisschen, sagen wir mal, in der Alltagssprache trivialisiert. Und es ist ja auch so, wenn man zum Beispiel in der Ferne jemanden sieht, den man zu kennen glaubt, man ist sich nicht sicher, das könnte der und der sein, dann kommt der immer näher. Ah, der ist das, ich erkenne ihn, den man eigentlich sowieso schon kennt. Und da ist natürlich schon ein bisschen drin, dass Erkennen, Englisch ja auch Recognition, auch etwas Wiedererkennen ist. Also Erkennen ist immer auch etwas, was man in gewisser Weise schon weiß. Das spielt da auch hinein. Und, aber es gibt eine gewisse Unschärfe in dem Begriff. Das heißt ja auch in der Bibel ja auch ein Begriff für erotische Begegnung, nicht? Sie erkannten sich, sie liebten sich, in einem, auch in einem erotischen Sinne. Auch ist ja auch eigenartig, dass es so verwendet wird. Und auch, wenn man das mal im Englischen nochmal sieht, ist ja auch Perception, ne? Perception ist ja Wahrnehmung. Also Erkennen ist auch irgendwas von, hat was zu tun mit Wahrnehmung. Ich nehme etwas wahr. Ne? Und Knowledge, Wissen. Nicht? Und Realization, wie man ja auch im Deutschen sagt, ich habe erst spät realisiert, dass ich mich hier geirrt habe oder so etwas. Ne? Hat auch mit Realität zu tun, mit Wirklichkeit. Also wer etwas erkennt oder zu erkennen meint, der geht davon aus, dass die Dinge so sind, wie er das erkannt hat. Es ist kein Meinen, kein, sagen wir mal, Glauben, kein Reden über, sondern es gibt eine Evidenz. Nicht? Und das ist ja der Punkt. Das beschäftigt uns ja. Wie sieht es mit der Evidenz aus? Und der Begriff hat immer auch zu tun mit Wirklichkeit. Nicht? Ich habe erkannt, dass die Welt so und so beschaffen ist. Das ist eine Aussage über die Wirklichkeit. Und was heißt das? Das ist also keine Glaubensüberzeugung. Insofern ist es ein schwieriger, ambivalenter Begriff, aber letztlich hat es immer zu tun mit Wirklichkeit und auch mit Wahrheit. Im Letzten. Nicht so? Nun ist aber so, dass Sie im Alltagssprachgebrauch auch immer gerne sprechen von meiner Wahrheit, deiner Wahrheit. Ja. Wir wollen uns mit unseren Wahrheiten nicht so sehr in die Quere kommen. Und überhaupt, weil weiß ich, dass das, was du mir jetzt erzählst, das jetzt wieder richtig ist, es könnte ja auch anders sein. Der eine sagt so, der andere sagt so. Ja. Sicher weiß man nichts. Letztendlich kann man gar nichts wissen. Das ist ja so eine Alltagsvorstellung. Es gibt ja in der sogenannten Postmoderne die Vorstellung Anything Goes. Also der eine hat diese Meinung, das sagst du ja auch, der andere hat jene Meinung. Wer weiß schon, wie es wirklich ist? Der sagt, die Gestirne haben diese Beschaffenheit, der andere sagt es ganz anders. Jochen Kirchhoff sagt ganz andere Dinge als die Mainstream-Naturwissenschaft. Wer hat recht? Ich weiß es nicht, könnte man sagen. Sagen ja auch viele, ich kann es letztlich nicht beurteilen. Wenn Autoritäten das sagen, dann glaube ich das. Nicht? Ist ja auch dann so ein Glaubensfaktor. Und im Alltagssprachgebrauch natürlich, Meinung,
Subjektivität, nur Subjektivität. Das sind alles nur irgendwie eine Meinung, letztlich eine klare, wer weiß es schon, wie es richtig ist. Nun ist das auch, hat das natürlich auch eine Vorgeschichte. Dieses Meinen und dieses Beliebige haben schon eigentlich die griechischen Sophisten angefangen, die alles irgendwie anzweifelten. Man kann allem rumzweifeln und Skeptizismus, es kann wahr sein, kann auch nicht wahr sein. Sozusagen den Wahrheitsbegriff, den es vorher gegeben hat, der wurde dadurch sozusagen destruiert. Ja, also eine dekonstruktive Herangehensweise. So, nun ist das interessant, dass es auch in der Philosophiegeschichte ja auch immer ein Thema war. Ist Erkenntnis eigentlich wirklich so, wie sie angenommen wird? Berührt sie oder trifft sie oder bildet sie ab Wirklichkeit und Wahrheit? Oder ist es nicht letztendlich dann doch nur eine Selbstbespiegelung des Menschen, des menschlichen Subjekts, in diesem Sinne ja auch eine Projektion? Und da möchte ich ganz kurz auf zwei Philosophen eingehen, die sich mit der Frage intensiv befasst haben, andere auch, aber diese beiden besonders, nämlich Kant auf der einen Seite und Nietzsche. Wir haben ja ein Nietzsche-Video gemacht und da haben wir ja auch diese Fragen wenigstens angedeutet. Und da will ich kurz drauf eingehen, weil Nietzsche sich intensiv mit Kant beschäftigt hat, ihn ausführlich in seinen Skizzen und Notaten erwähnt und auch stark beeinflusst ist vom Kant. Auf der anderen Seite ihn aber stark kritisiert. Worum geht es bei Kant? Ganz kurz gesagt, Kant war davon ausgegangen, dass die bisherige Metaphysik, das heißt ein Nachdenken über die Welt, sozusagen die Vernunft denkt nach über die Welt, zu Ergebnissen kommt, die letztlich nicht objektive Gültigkeit beanspruchen können. Also ein Zweifel an der traditionellen Metaphysik, wie sie zum Beispiel noch bei Spinoza ganz deutlich ist, bei Descartes und anderen, bei Leibniz in gewisser Weise auch, sondern er ging ja von der newtonschen Himmelsmechanik aus. Ob das nun jetzt Newton selber war, wir wissen das, habe ich oft gesagt, nicht wirklich Newton, aber jedenfalls von Newton inspiriert. Und er ging davon aus, die Natur ist erkennbar. Aha, warum ist die Natur erkennbar? Jetzt kommt der entscheidende Clou, wenn man so will, bei Kant. Die Natur ist deswegen erkennbar, weil der menschliche Geist und die Natur etwas miteinander zu tun haben. Das heißt, die Struktur des menschlichen Geistes und die Struktur der Welt, der Dinge da draußen, ist irgendwie analog, ja, fällt zusammen. Also wir erkennen die Welt, weil wir letztendlich etwas in die Welt hineintragen. Und da unterscheidet ja Kant bekanntlich die Sinnenwelt, die sinnlich-physische Welt, und er nennt sie mit diesem merkwürdigen Begriff Welt der Erscheinungen. Viel kritisiert worden von Anfang an, Welt der Erscheinungen. Nicht Welt des Scheins, aber Welt der Erscheinung. Also er nennt das Welt der Erscheinung und er sagt, das Eigentliche, die eigentliche Wirklichkeit, die eigentliche Wahrheit, nennt er mit diesem merkwürdigen Begriff, das Ding an sich, ist überhaupt unerkennbar. Es gibt also jenseits der physisch-sinnlichen Welt eine eigentlich metaphysische Welt, aber die ist dem Menschen grundsätzlich verborgen. Das heißt, der Mensch kann nicht erkennen, wie die Dinge wirklich sind, weil er sozusagen einen Registrierapparat in sich trägt, der das Ding an sich beeinflusst im Sinne von Raum, Zeit, Kausalität, Substanz, Einheit, Vielheit, all diese Begriffe. Man kann, trägt der Mensch in gewisser Weise in die Natur rein, aber jetzt nicht der Einzelne, der kann es nicht, sondern das Transzendentalsubjekt, also sozusagen eine übergeordnete, überindividuelle Projektion, obwohl das Wort damals noch nicht existiert hat, wurde auch nicht benutzt. Also Kant hat in gewisser Weise die traditionelle Metaphysik, kann man sagen, zerschmettert. Darauf haben wir ja schon mehrfach hingewiesen, dass für viele das auch ein Schock war. Nicht? Da entstand auch der Begriff des Nihilismus, das habe ich auch schon mal erwähnt. Also da ist eine Erkenntnisbarriere, die nicht zu überspringen ist. So, nun sagt er, also wir müssten eigentlich erst einmal feststellen und
abgrenzen, was kann die Vernunft und was kann sie nicht. Deswegen Kritik der reinen Vernunft, 1781, meint ja die Kritik des Vermögens, des Volumens, der Erkenntnisschärfe der reinen Vernunft, der reinen, von aller Erfahrung abgesonderten Vernunft. Das heißt, der Einzelne kann für sich sitzen in seinem Zimmer und kann sozusagen über die Welt nachdenken, und er müsste in diesem Sinne, weil die Welt ja auch von Gedanken erfüllt ist, die Welt erkennen, wie sie ist. Das meint Kant, ist eine Illusion. Wir projizieren, auch wenn er den Begriff nicht benutzt, immer etwas hinein. Die Vernunft muss in ihrem Gebrauch kritisiert werden. Wir kritisieren die Vernunft. Philosophie definiert er geradezu einmal als die Wissenschaft von den Grenzen der Vernunft. So, jetzt kommt Nietzsche, der das aufgreift, sich dazu ausführlich äußert, nun aber einen Gedanken einbringt, der sehr interessant ist. Er geht davon aus, kann eigentlich die Vernunft sich selbst kritisieren? Das ist ja eine interessante Frage, wenn man sagt, der Geist ist begrenzt. Ja, wer sagt das? Das ist ja auch wieder der Geist. Oder wenn man den Geist verneint, der Geist ist Widersacher der Seele, Ludwig Klages, wer sagt das? Der Geist sagt es. Also kann der Geist sich selbst kritisieren? Auch die Frage, kann der Geist sich überhaupt selbst erkennen? Und da setzt Nietzsche in seiner sehr klugen Kritik an und sagt, der Intellekt, das hat er von Schopenhauer übernommen, ist eigentlich nur ein Werkzeug, ein Instrument. Dahinter steht etwas anderes. Bei Nietzsche ist es dann auch der Leib im tiefsten Sinne, also nicht nur der Körper, da steht etwas anderes. Bei Schopenhauer ist es ähnlich. Also der Intellekt ist ein Werkzeug, und ein Werkzeug kann sich nicht selber kritisieren. Da ist bei ihm, der Intellekt kann sich nicht selbst kritisieren, eben weil er nicht zu vergleichen ist mit anders gearteten Intellekten und weil sein Vermögen zu erkennen erst angesichts der wahren Wirklichkeit zutage treten würde. Das heißt, weil, ein ganz entscheidender Punkt, um den Intellekt zu kritisieren, wir ein höheres Wesen mit absoluter Erkenntnis sein müssten. Konjunktiv. Aber wir sind es nicht. Zu sagen, es gibt quasi, um das diesen Begriff mal zu benutzen, eine Metaebene, von der aus könnte man dann vielleicht beurteilen, wie weit reicht denn die Erkenntnis, wie weit reicht der Geist, müsste ein Übergeist, ein supramentales Bewusstsein von ganz oben könnte dann sagen, gut, das ist richtig, das ist nicht richtig. Also, es ist der aber Mensch... Moment, aber ja? Das wäre das nicht zum Beispiel dieses transzendentale Subjekt? Nein. Das transzendentale Subjekt bei Kant ist ja nur ein Registrier, sozusagen ein metaphysischer Registrierapparat, der doch letztlich an der Sinnenwelt klebt. Also die Sinnenwelt wird da in gewisser Weise festgeschraubt. So, aber darüber können wir noch nachher reden. Also, Nietzsche sagt, eine absolute Erkenntnis kann es nicht geben, aber die müsste man eigentlich haben, um den Intellekt zu kritisieren. Und dann sagt er, jetzt kommt er auf diesen Perspektivismus, nicht? Also der Mensch, sagt er, und jedes Lebewesen, jede Manifestation des Willens zur Macht hat eigene Perspektive auf die Welt. Das sagen ja auch die Systemtheoretiker, nicht? Das ist ganz viel, wo das ja auch gesagt wird. Und diese Perspektive kann der Einzelne nicht überspringen. Er kann sozusagen nicht aus seiner Winkelperspektive heraus in eine höher geordnete Perspektive. Ist es denn die Wahrheit, jetzt auch bezogen auf die Wissenschaft, welche allmählich durch die Wissenschaft festgestellt wird? Fragezeichen. Ist es nicht vielmehr der Mensch, welcher sich feststellt, welche eine Fülle von optischen Irrtümern und Beschränktheiten aus sich gebiert oder auseinander ableitet, bis die ganze Tafel beschrieben ist und der Mensch in seinen Beziehungen zu allen übrigen Kräften feststeht. Der europäische Mensch, muss man dazu sagen. Ja, gut, okay, gut, dass du das einwendest, dann könnte man auch nochmal grundsätzlich sagen, die ganze Frage, die wir hier stellen, was ist Erkenntnis, ist zunächst einmal geboren aus der europäisch-abendländischen Philosophietradition und Geistestradition. In einem, sagen wir mal,
anderen, sagen wir mal, einem mythisch-magischen Bewusstsein, in einer anderen Verbindung mit der Welt, wo das Ich noch nicht so herauskristallisiert ist. Nicht nur als Ego, sondern auch als lebendiges Ich, taucht die Frage gar nicht auf. Das gibt es gar nicht. Oder in einem festen, religiösen Kontext ist die Frage müßig, weil so ohnehin alles klar ist, weil es metaphysisch, religiös geordnet ist. Wozu soll man noch fragen, was Erkenntnis ist? Es gibt die Offenbarungen und denen glaubt man, es gibt heilige Texte, das sieht man nach, wie es wirklich ist. Ganz einfach. Da hast du natürlich vollkommen recht. Auch in Asien ist es ja anders gewesen, ne? Obwohl ja auch da die Frage, so einfach ist es nicht. Bei Buddha, auch bei Konfuzius wird ja auch die Frage gestellt, ungefähr, als es im Abendland auch beginnt, was ist eigentlich Erkenntnis? Was kann man von der Welt erkennen? Also, auf jeden Fall ist Nietzsche ein Skeptiker und in dem Sinne modern, als er sagt, wir können aus dem Perspektivismus nicht herausspringen, hat dann aber doch wieder eine andere Haltung, gegensätzlich, das haben wir ja auch in einem Nietzsche-Video gesagt, dass er doch glaubt, durch folgenden Satz untermauert, das will ich noch gerade erwähnen, wir, die Menschen, gehören zum Charakter der Welt. Das ist kein Zweifel. Wir haben keinen Zugang zu ihr als durch uns. Es muss alles Hohe und Niedrige an uns als notwendig ihrem Wesen zugehörig verstanden werden. Das erinnert ja fast an Novalis. Der Mensch ist eine Analogienquelle für das Weltall. Also wie der Mensch ist, so in der Introspektion des Menschen zeigt sich auch etwas von der eigentlichen Struktur, ja geradezu der Wahrheit der Welt. Das glaubt ja Nietzsche eben auch und das ist ein Widerspruch. Das glaubt der Kant nicht. Er meinte ja, das ist einfach nur der Glaube. Und das ist hat die abendländische Geistgeschichte immer auseinandergerissen. Auch die Wissenschaft, ne? Grundsätzlich, auch den Menschen als Einzelnen. Was ist denn nun eigentlich wahr? Mein Gott, bin ich hier einem Irrtum, bin ich hier einem Wahn aufgesessen, einer Projektion? Wo ist denn fester Boden? Das ist ja die Grundfrage. Ist mir jetzt der Boden weggerissen durch Kant oder Nietzsche? Hat er mir jetzt alles kaputt gemacht? Bin ich nur Gottes Tod? Mir hat er meine Religion zerschmettert und auch jetzt kann ich auch gar nicht mal erkennen. Jetzt bin ich eigentlich nur noch eingebaut in die Winkelperspektive meines eigenen Organismus. Ja, was ist denn nun eigentlich? Und da ist man genau an dieser Stelle. Da leidet ja auch der Mensch und der moderne Mensch, nicht nur der moderne Mensch da. Seit Jahrhunderten ist es eine zentrale Frage, was ist eigentlich Wahrheit? Ist die Wahrheit erkennbar oder ist das alles ein Wahn? Gibt es da einen Zugang? Und wenn ja, welchen Zugang? Also diese Fragen beschäftigen uns und es ist existenziell. Damit muss sich jeder Einzelne auseinandersetzen. Es ist nicht ein abstraktes Ding, sondern jeder Einzelne fragt sich ja auch, in was für einer Welt lebe ich eigentlich? Ist das wahr? Ist das alles nur eine Illusion? Wie ist das? Wie ist jetzt in der abendländischen Geschichte, das ist ja ein sehr abendländisches Phänomen in der Form, wie sich ausgestaltet hat, die moderne Naturwissenschaft. Mhm. Wie ist man dort vorgegangen? Also dieses, was jetzt Nietzsche genannt hat, dass eine praktisch sehr genaue Beobachtung des Menschen selbst, also der Phänomenologie als Methode einen auch zu einer guten Natur- und Welterkenntnis führen würde. Davon geht ja die moderne Naturwissenschaft nicht aus. Die geht von anderen Voraussetzungen aus und ist auf eine andere Art und Weise zustande gekommen. Und deswegen würde ich dich gerne mal fragen, etwas zum Ursprung der wissenschaftlichen Methode und was die Kriterien für ihre Erkenntnis sind. Also was Sie sozusagen sagen, wann gilt etwas als erkannt unter der wissenschaftlichen Methode und welche Hypothesen und Phänomene werden überhaupt betrachtet und zugelassen? Genau, das ist natürlich ein Riesenthema, was du da in wenigen Sätzen hier ansprichst. Da können wir sehr viel zu sagen. Also zunächst mal, hast du ja schon angedeutet, ist ja die Naturwissenschaft und die Philosophie gar nicht getrennt. Das ist ja das Gleiche. Auch das Spirituelle. Nur im engeren Sinne der Religion nicht, dass die spirituelle Fakultät im Menschen, die rationale Fakultät im Sinne auch des Denkens, der Philosophie und ja eben auch das Beobachten, dazu sage ich gleich was, der Naturwissenschaft. Also ursprünglich, hast du ja auch angedeutet, die Naturwissenschaft ist ja ein Kind der Philosophie. Sie entsteht aus einer bestimmten Philosophie. Sie hat sich
irgendwann auch von der Religion emanzipiert, nicht? Einmal schon in Griechenland selber, von der olympischen Religion und dann später vom Christentum emanzipiert. Also auf der einen Seite hat sie sich befreit und auf der anderen Seite ist sie natürlich immer philosophisch geblieben. Was heißt das? Irgendwann kam der Gedanke auf, lassen wir doch mal alle Überlegungen nach dem Wesen, nach der Eigentlichkeit, nach dem, was eigentlich die Welt im Innersten ausmacht, weg. Beschränken wir uns auf das, was wir in der Sinnenwelt unmittelbar beobachten können. Das war ja ein Schritt. Wir beschränken uns mal auf die Sinnenwelt und ordnen die Sinnenwelt und versuchen, die Sinnenwelt in ihrer Struktur und auch in ihren Kausalverbindungen zu verstehen. Galilei ist ja ein typisches Beispiel dafür, der als seine Äußerung über den Fallvorgang, nicht die gleichmäßige Beschleunigung Richtung Erdmittelpunkt, sagt er an einer Stelle, was die Schwere eigentlich ist, darüber haben Philosophen spekuliert, nachgedacht, widersprüchlich. Das interessiert mich gar nicht. Ich sehe, ich kann beobachten, es gibt diesen Fallvorgang, der beschleunigt sich. Was ist das? Und das kann ich mathematisch beschreiben. Und das ist der Punkt. Also da setzt etwas ein, man koppelt sich von den Wesensfragen ab. Warum genau tut man das? Ja, weil man, das hat verschiedene Gründe. Auf der einen Seite glaubt man, da sicheren Boden zu haben. Auch die Kritik an der Religion ist ja häufig genug, auch dahingehend zu verstehen, man glaubt jetzt einen sicheren Boden zu haben. Und was ist dieser sichere Boden? Der sicherste Boden, so glauben ja viele auch heute, ist unsere erfahrene Sinnenwelt. Das ist sozusagen, es ist ja eigenartig, dass die Moderne, das muss ich auch nochmal sagen, ja auf der einen Seite eine enorme Abstraktion hervorgebracht hat, darüber reden wir noch, die ja die unmittelbare, lebendige Erfahrung eigentlich ausgehebelt hat, auf der anderen Seite aber der Sinnenwelt ein Absolutheitswert zugesprochen wird, der einfach einzigartig ist. Die Sinnenwelt ist das Ein und Alles. Das heißt, man glaubt durch die Sinnenwelt und durch ihre Mathematisierung, die dann auch in Maschinen umgesetzt werden kann, ist ja auch immer noch, man baut darauf bewegliche Mechanismen, glaubt man so sicher zu sein, ja, so, das funktioniert doch, das ist doch wahr, wir beobachten das, wir stellen Zusammenhänge her, also stimmt das. Da brauche ich keine metaphysischen Prämissen. Das ist natürlich insofern eine Illusion, als natürlich auch die Naturwissenschaft ständig Prämissen setzt. Galilei, um den nochmal kurz zu erwähnen, hat ja ausdrücklich bestimmte Dinge vollständig aus der Betrachtung ausgeschlossen. Nicht nur spirituelle Fragen, war ein frommer Katholik, das hat er vollkommen getrennt. Er war ein frommer Katholik und daneben gab es eben seine Beobachtung. Alles, was mit Farbe, Gefühl, Emotion, der Mensch in seiner Eigentlichkeit, der Mensch in seiner lebendigen Wirklichkeit, wird vollkommen abgespalten. Das setzt ungefähr in dieser Zeit ein. Das ist bei Kopernikus noch nicht so. Aber bei Galilei ist das, bei Kepler auch noch nicht ganz. Der hat immer noch so einen Impuls, dass das doch anders noch ist. Aber bei Galilei ist das ganz klar abgespalten. So gibt es einen richtigen Cut. Wir betrachten nur, wie groß ist ein Körper, wie schwer ist ein Körper, wie bewegt sich ein Körper, welche Koordinaten mit welchen Koordinaten kann man ihn bestimmen, aber nicht, was in seinem Wesen ist. Und der Mensch wird in gewisser Weise rausgenommen. Das ist also eine, was ich ja gerne nenne, die Subjektblindheit der Naturwissenschaft. Das Subjekt, der lebendige Mensch, nimmt sich raus und macht sich als Wissenschaftler, nicht als Privatmensch, macht er sich zu einem Registrierapparat, zu einem objektiven Registrierapparat der Wirklichkeit. Ein bisschen wie das Transzendentale. So genau, ein bisschen so. Er, als Privatmensch ist er gestreift durch Wald und Flur, liebt seine Kinder, ist enttäuscht, wenn er Streit mit seiner Frau hat. Und all diese lebendigen, menschlichen Dinge, die hat er genauso wie andere auch. Aber wenn er im Labor steht oder wenn er Wissenschaft betreibt, ist was anderes. Also er hat dann es gibt ja diese Schizophrenie. Der Mensch in seiner Lebendigkeit ist ein anderer als der Mensch als Wissenschaftler. Die Frage ist jetzt, ist das Subjektblindheit? Weil hier wird ja ein Subjekt gesetzt, ein ganz spezielles, nämlich dieses total abstrahierte Subjekt, das reine Subjekt, was auch jeder sein könnte. Ja,
Jeder, der Mann, ein M-A-N. Was jeder sein Mann hat festgestellt, das berühmte ja. Mann, der alles feststellt. Was ausgeblendet wird, ist sozusagen die ganze geschichtlich-leibliche Wirklichkeit, denn es sind spezielle Menschen, es sind in diesem Fall Europäer, es sind verkörperte Menschen, Männer häufig, nicht nur, aber auch häufig das. Es gibt also viele, viele verschiedene Faktoren, die in einem bestimmten historischen Kontext miteinander stehen, ja. auch die auf einem geschichtlichen, ja. auf einem geschichtlichen Weg geworden sind, die bestimmte Widerstände in sich tragen, deswegen bestimmte Sachen nicht akzeptieren können und so weiter. Das heißt also, es ist ja das, was ausgeblendet wird, ist ja die Fülle der gewordenen, des Gewordenen. Ja, du hast vollkommen recht. Es ist natürlich auch ein Subjekt, ja, ist ja auch der Mensch, aber es ist ein abstraktes Subjekt. Ja. Sozusagen, das ist nicht der Mensch. Der Mensch als Registrierapparat ist ja nicht der Mensch als Ganzes. Mhm. Der Mensch in seiner Totalität, der Mensch in seiner Lebensfülle, der geboren wird, der stirbt, der Zeit unterworfen ist, der darüber grübelt, was aus seinem Leben wird oder was ihm werden kann. All diese Dinge, die werden ausgeblendet, weil der Physiker auch heute in der Wissenschaft sagt, ja gut, das beschäftigt mich auch, aber das hat doch nichts zu tun mit der, wenn ich da die Sterne beobachte, wie sie sich bewegen und so. Das ist also eine Schizophrenie. Nun kann man natürlich sagen, ist diese Schizophrenie nicht bis zu einem gewissen Grade sogar notwendig? Ja, auch diese Scheidung der Welt der Fakten von der Welt der Werte. Nicht? Es gibt ja manche Dinge, die tatsächlich faktisch sind und nicht unmittelbar einsehbar werthaltig. Und das ist ja also sozusagen, man kann nicht einfach sozusagen apodiktisch sagen, das muss zusammengehen, das Faktische und das Werthaltige. So einfach ist es nicht. Gibt ja Dinge, die sind einfach, wie sie sind. Und auch Maschinen, kann man fragen, sind ja auch keine Organismen, sondern sind ja erstmal, sie funktionieren und können hilfreich sein, häufig auch destruktiv. Aber da gibt es auch eine Trennung. Also der Mensch, subjektblind heißt, der Mensch gibt sich den Anstrich, als habe er sozusagen die Welt als ein Objekt, als ein Ding da draußen. Er ist hier, er ist zwar auch Teil der Welt, aber das blendet er aus. Da ist die Welt und die sehe ich mir an. Ich mache Beobachtungen, Mikroskop, Fernrohr und so weiter und mache Zuordnungen und mathematisiere diese und lasse alles draußen vor, was an Metaphysik erinnert oder an das Lebendige, was an Gefühle erinnert. Obwohl natürlich alle diese Menschen, die so agieren natürlich auch voller Gefühle sind. Sie haben ihre Gier nach der Anerkennung, nach dem Nobelpreis und wollen der Erste sein, wenn sie irgendwas entdeckt haben, sind neidisch auf den. Es gibt einen üblen Konkurrenz, gibt alles, überall gibt es diese Punkte, aber sie werden nicht in den Mittelpunkt gestellt. Das ist ja klar. Und da ist also dieses Ziel, was da entstanden ja. ist, ist eine abstrakte Simulation der Welt aufzubauen, also ein ja. Weltmodell. Es geht um die Arbeit an diesem Modell, die eine mathematisch abstrakte Simulation der Welt ist, aber aus der alle Faktoren, die man für zu ungenau oder nicht berechenbar hält, weggedacht oder ausgestrichen werden. Es ist eine Strichfassung der Welt sozusagen, kann man sagen, die da mhm. entsteht und die dann technologisch sich umsetzt. Das ist so eine Art, wenn ich sagen darf, so eine Art Skelett der Welt. Also es ist sozusagen ein Skelett der Welt wird aufgebaut. Und buchstäblich, ja, man ist auch, hat was Tötendes auch, nicht? Da liegt ja, das ist nicht zufällig, benutzt man den Begriff der Welt. Karl Friedrich von Weizsäcker sagt einmal, die stärkste Kraft ist das Stahlskelett der mathematischen Naturwissenschaft, dieser Kultur. Nicht das anerkannteste, aber das eigentliche Zentrum, das ist das Stahlskelett dieser Kultur. Interessant. Das, ne, mhm. was da drin steckt. Nur ist Carl Friedrich von Weizsäcker, gehört ja zu den eher sensibleren Physikern, der ja auch Philosoph war und religiös stark orientiert, der das auch eher kritisch sieht, aber es spielt eine Rolle. Und da muss man noch dazu sagen, das werden wir auch noch behandeln, in dem Zusammenhang, dass natürlich die
die Naturwissenschaft in ihrer eigenen Methode, da haben wir schon einiges zu gesagt, niemals jenseits der Philosophie ist. Sie bedient sich natürlich der Philosophie. Sie bedient sich der Philosophie allein schon, indem ich annehme, die erlebte Sinnenwelt ist der Grundmaßstab, die Erfahrungsbasis alles dessen, was wir beobachten. Das ist ja gar nicht unbedingt sicher, dass es so ist. Das können wir nachher noch drüber reden. Da können wir ja fragen, was ist überhaupt der Wirklichkeitsstatus, die Wirklichkeitsqualität der Sinnenwelt? Dazu noch gleich mehr. Also der Naturwissenschaftler bedient sich auch philosophischer Methoden. Und es ist ja auch, also zum Beispiel etwa induktiv oder deduktiv, vom Einzelnen auf das Allgemeine oder vom Allgemeinen auf das Einzelne. Oder bestimmte Fragestellungen sind ja alles philosophische Fragestellungen. Kausalität. Er setzt erstmal, jetzt lassen wir mal die Quantentheorie draußen vor, die behauptet, die Kausalität sozusagen aus den Angeln gehoben zu haben. Aber auch Kausalität, die Entdeckung der Kausalität ist ein philosophischer Gedanke. Es gibt A und es gibt B und die stehen in einem Wirkzusammenhang. Und es gibt diese Kausalität, auch das haben natürlich die Skeptiker der Antike schon bezweifelt, auch Nietzsche bezweifelt das, es gibt überhaupt keine Kausalität. Gut, das kann man bezweifeln, aber unsere Erfahrung lehrt uns doch ständig, B folgt auf A und C folgt auf B, es gibt da einen Zusammenhang, den kann man kausal nennen, kausal ist ja die Ursache. Es gibt also eine Wirkursache, eine Kausalverknüpfung der Erscheinungen, die ja doch in die Wirklichkeit mit ausmacht. Was immer wir uns, das wissen wir doch alle, beschäftigt und was uns künstlerisch, philosophisch, spirituell und so weiter oder in der Natur betrachten bewegt, es bleibt ja doch so, dass die Welt, der Sinnenwelt, um bei dir zu bleiben, auch irgendwas irgendwie Festgezurrtes hat. Es hat ja auch was Festgezurrtes. Auch man kann nicht einfach aus dem Leib so ohne weiteres aussteigen, er hat ja auch was Festgezurrtes. Ja, also erstmal so. Es hat ja auch eine Festigkeit und bei der zu bleiben ist unzulänglich, aber es ist zunächst einmal auch verständlich. Und dann kommt hinzu, dass die Naturwissenschaftler zunächst auch alle von Gott ausgingen. Das macht ganz stark Kopernikus, das macht ganz stark Kepler, das macht Galilei mit gewissen Abstrichen, das macht Newton ganz stark, Giordano Bruno sowieso. Das ist ja noch ein eigener Fall, ist ja eher ein Gegenbild. Also, und dann gibt es irgendwann, das haben wir auch schon angedeutet in unserem Nietzsche, dann gibt es irgendwann die gesagt, Gott ist eine Hypothese. Ich brauche das überhaupt nicht. Nicht? Diese berühmte Aussage von Laplace gegenüber Napoleon. Gott, wieso? Muss es gar nicht. Kann sein, dass es den gibt. Muss es, ich weiß es auch nicht, aber es ist eine Hypothese. Und da sind wir bei dem Begriff der Hypothese. Hypothese ist eine Annahme, die erstmal gesetzt wird, die man verifizieren kann oder falsifizieren. Nicht? Das ist die berühmte Unterscheidung von Karl Popper, der sagt, eine verifiziert werden kann eigentlich keine Theorie, aber falsifiziert werden kann sie. Das heißt, ich muss sagen, was muss eintreten, dass diese Theorie sich eindeutig als falsch erweist? Also die Falsifizierung. Und dann irgendwann ist es dann der, was ich gerne nenne, den methodischen Atheismus. Nicht? Heute wäre irgendwelche, also der einzelne Astronom, der mit seinen wunderbaren Fernrohren den Kosmos betrachtet, der kann ein gläubiger Mensch sein, der kann fest überzeugt sein, dass ein göttliches Wesen die Welt regiert. Aber es interessiert die Außenwelt gar nicht. Wichtig ist nur, dass er als Wissenschaftler funktioniert. Das ist Privatsache. Es ist also eine Privatisierung des religiös-spirituellen. Das ist dein Ding. Kannst du machen, was du willst. Kannst am Wochenende deinen Tantra-Workshop machen, aber wenn du am Montag im Labor stehst, dann musst du hier unseren strammen Methoden Folge leisten, sonst bist du einfach eine Niete als Wissenschaftler. Das ist diese Schizophrenie, die einfach da ist. Und da wird ein methodischer Atheismus, nicht? Und was die Sinnenwelt betrifft, was ich gerne nenne, ich glaube sogar, dass ich den Begriff in gewisser Weise geprägt habe, ein methodischer Geozentrismus. Also wenn auch die Erde sozusagen entkoppelt wurde durch Kopernikus, in gewisser Weise,
und damit ihre Mittelpunktstellung im Kosmos verlor, gibt es doch ein Gebundensein noch immer an bestimmte Prinzipien. Das heißt, man geht letztlich davon aus, alles ist irgendwie in der Welt so, wie es hier auch ist. Denn wenn es nicht so wäre, dann könnte man überhaupt keine Kosmologie betreiben. Das ist ja auch das kosmologische Prinzip. Das haben wir auch schon mehrfach angesprochen in den Videos. Das heißt, man geht davon aus, alles ist irgendwie so wie hier, auch auf anderen Gestirnen und so weiter, nur eben ohne das Leben, was hier existiert. Da soll es denn nicht existieren oder nur ganz selten. Das ist eine Inkonsequenz. Auf jeden Fall, das sind ja alles philosophische Prämissen. Und ich sage ja unermüdlich, dass der Naturwissenschaftler baut auf metaphysischen Prämissen aus, auf die er gar nicht ausklinken kann, wie der Mathematiker auch Axiome hat. Und jeder Mathematiker weiß, dass die Axiome seiner eigenen Wissenschaft nicht beweisen kann. Die werden gesetzt. Und innerhalb dieser Axiome ist Mathematik nur möglich. Und innerhalb bestimmter metaphysischer Grundannahmen ist überhaupt Naturwissenschaft möglich. Anders geht es gar nicht. Auch eine naturwissenschaftliche Erkenntnis, auch naturwissenschaftliche Illusion, die häufig genug herauskommt, die eigentlich gar keine wirkliche Erkenntnis ist. Das ist ja die Frage, was ist die Erkenntnis? Aber es sind metaphysische Grundannahmen. Auch wenn der Einzelne schön tut gegenüber der Metaphysiker, Kirchhoff, Sie sind Metaphysiker, ich bin Biologe, ich bin Chemiker, ich bin Physiker. Und häufig genug reden die dann auch über die Welt, über die Galaxien, wie von einem Geräteschuppen oder von ihrem Auto oder von irgendeinem Gegenstand. Also ob sie es ganz genau wüssten, da wird so rumhantiert, dass einem schwindelig wird. Ja, so. Also das ist eine Grundannahme. Sie setzen metaphysische Prämissen. Eines eben, die Sinnwelt ist wirklich, was unsere Apparate zeigen. Also ist wirklich, wir nähern uns den Dingen an, wie sie wirklich sind. Wir sind vielleicht nicht unbedingt der Wahrheit auf der Spur, wir haben ja nur Modelle, aber letztendlich insgeheim glauben sie ja doch, alles ist so, wie sie es annehmen. Und sie glauben vor allem, dass die quantifizierbare Dimension der Betrachtung, also das, was ich abzählen kann und messen kann, tatsächlich die Welt vollgültig abbildet und das andere zu Recht weggelassen werden kann aus der wissenschaftlichen Wahrnehmung. Ja, weil man ja auch, das hat ja auch, und das kann man sogar bis zu einem Wissen gerade nachvollziehen, nicht? Weil man ja, wenn man das einfach abzählt und dann auch kausale Verbindungen und das berechnet, hat man erst einmal, hat man irgendwas in der Hand, was irgendwie stimmt. Da kann einer meinen, was er will, aber das stimmt irgendwie. Auch bestimmte Grundphänomene sind ja so, wie sie sind. Tag und Nacht wechseln, die Erde bewegt sich, die Sonne scheint. Tja, das ist doch alles nicht veränderbar, egal welche Haltung man dazu einnimmt. Vollkommen richtig. Man will vermeiden, dass man in ein Feld kommt, wo man ganzheitlich sozusagen angesprochen wird, weil dann wird unsicherer Boden. Dann ist der Boden irgendwie unsicher. Aber wenn man fest auf dem Boden steht, hat sein Fernrohr und hat sein Mikroskop und hat seine Maschinen überhaupt, dann hat man das Gefühl, man hat irgendwie festen Boden unter den Füßen. Alles andere kann sein, wie es mag oder wie es will. Insofern, aber wenn man das absolut setzt, mündet es natürlich in den Irrsinn. Auch die Mathematik ist eine vernünftige Hilfswissenschaft, die in vielerlei Hinsicht sehr sinnvoll ist. Aber wenn man sie jetzt auf den Kosmos anwendet, was ja geschieht, wenn man sie quasi absolut setzt, wird es auch zur Narratei. Nicht? Eindeutig. Ja? In diesem Zusammenhang, glaube ich, wäre es nochmal gut, auf dieses Thema Phänomen und Deutung einzugehen, denn wir haben das sehr, sehr häufig. Menschen zum Beispiel Argumente dann bringen, wie mehr oder weniger mein Computer funktioniert, deswegen hat es einen Urknall gegeben, ja, okay. Also sozusagen, weil meine Technik funktioniert, hat die Wissenschaft recht, also auch mit Stringtheorie, Paralleluniversen, Urknall, Gravitationswellen, Einstein in jeden Punkten und so weiter. Also die Leute, das hat so eine diffuse Beeindruckung von der Technik. Oft wissen die Leute gar nicht, was überhaupt einfließt in die Technik, die sie benutzen. Mhm. Und in diesem Zusammenhang werden wir immer wieder mit Evidenzen konfrontiert. Jetzt einem groß angekündigten, also einen ganz großen Nobelpreis für die Gravitationswellen. Da, ganz wichtig, Einstein hat recht. Als Fazit sozusagen übernimmt der Laie. Und dann wurde uns ein Foto, ein sogenanntes, vorgesetzt jetzt von einem schwarzen Loch. Möchtest du dazu nochmal was sagen, dass die Leute mal unterscheiden? Weil erst einmal gibt es ja das Phänomen, zum Beispiel
ich beobachte eine Rotverschiebung in den Galaxienspektren. Ja. Und daraus leite ich ab, schließe ich, der Raum expandiert. Es keineswegs alle Galaxienspektren sind nach Rot verschoben. Manche scheinen sich auch anzunähern. Andromedanebel. Wieder Andromedanebel, ja. Und diese Raumexpansion und auch diese Urknall sind sehr, sehr weitreichende Schlussfolgerungen, die aus bestimmten Phänomenen geschlossen werden, die aber auch anders gedeutet werden können. Und das nochmal richtig klar auseinander zu bekommen, fände ich sehr gut, wenn wir hierzu ein paar Worte verlieren. Okay, grundsätzlich erstmal, bevor ich kurz auf die Gravitationswellen eingehe und auch auf das berühmte Foto vom Schwarzen Loch, was ja sozusagen eine Weltkarriere gemacht hat, was ein Hype ausgelöst hat, der unsagbar ist. Ja? So. Phänomene und Deutung. Wir leben in einer Welt der Phänomene. Man kann Phänomenologie betreiben, indem man einfach Phänomene, wie sie sind, katalogisiert, beobachtet, beschreibt, wie auch immer, und man kann sie kausal verstehen. Aber die Deutung, was dieses Phänomen in einem größeren Zusammenhang meint, bedeutet und ist, ist ja letztlich, steht ja nicht in Leuchtbuchstaben über dem Phänomen, sondern muss interpretiert werden. Wir sind, auch wenn viele Menschen das gar nicht so gerne hören, wir sind interpretierende Wesen. Wir interpretieren auch die Welt. Nicht nur der Einzelmensch, auch ganze Kulturen, Völker und Epochen interpretieren die Welt in gewisser Weise. Und aus diesen Interpretationen heraus entwickeln sich bestimmte Schlussfolgerungen. So, es gibt das Phänomen. Also zum Beispiel, die Sonne vollführt eine bestimmte Bewegung. Okay? Wir befinden uns in Ruhe. Der Gedanke, dass es umgekehrt ist, dass wir uns bewegen und die Sonne sich erst einmal in Ruhe in Bezug auf die Erde, wie es gemeint ist, ist zunächst mal nicht naheliegend. Das ist ein Schritt, Kopernikus, der gegangen werden muss, der die Sinnenwelt in ein Stück weit relativiert. Kann man das beweisen? Die Flacherdler sagen, nein, kann man nicht beweisen, ist alles falsch, alles fake. Gut, das kann man behaupten, aber die Evidenz der Belege ist doch eindeutig, geht eindeutig in eine andere Richtung. Also da hat man ein schönes Beispiel, dass unsere Sinnenwelt uns auch täuscht. Man kann auch sagen, foppt. In Wirklichkeit ist es anders. So, jetzt gibt es natürlich bestimmte schwierige Phänomene. Du hast das mit den Rotverschiebungen erwähnt, nicht? Man kann ja sagen, gut, wir haben darüber ja auch schon im Urknall-Video gesprochen. Es gibt ja die Galaxien, die haben eine bestimmte Rotverschiebung. Und wenn ich auf der Erdoberfläche beobachte, dass ein Objekt, Lichtobjekt, sich von mir wegbewegt, dann wird das nach Rot, werden die Linien nach Rot verschoben. Also muss es eine Bewegung sein. Muss es eine Bewegung sein von uns weg. Dass dann einige Galaxien und Objekte, dann auch Quasare, eine ganz andere, sagen wir mal, Bedeutung haben und ganz andere Werte zeigen, wird als ein noch nicht erklärtes Phänomen verstanden. Mittlerweile fantasieren ja auch die Kosmologen, die sogenannten, irgendwann soll es eine Kollision geben, weil der Andromedanebel bewegt sich auf uns zu, wird behauptet, auf die Milchstraße, irgendwann kollidiert das in einer gigantischen Katastrophe. Wobei die Frage stellt, wie es in einem expandierenden Raum zu Kollisionen kommen kann. Ja, also das ist natürlich dann auch, wird das gesagt, der Raum, es ist der Raum, der expandiert und so weiter. Merkwürdige Dinge, sage ich mal, die man mathematisch behandeln kann, die aber natürlich auch in der Wirklichkeit schwierig sind. Da sind wir bei einem weiteren Punkt, bevor ich jetzt nochmal kurz auf das Schwarze Loch, auf das wunderbare Foto und auf die Gravitationswellen eingehe, dass man muss auch verstehen, dass das eine extrem heikle und schwierige Angelegenheit ist. Denn man hat mathematische Modelle, ja, was macht man mit denen? Das berühmte Raumzeitmodell von Minkowski. Nicht? Der Einstein war ja jemand, der zunächst gar nicht so viel von Mathematik verstand, wie man weiß. Der Minkowski, der Mathematiker, hat ihm das schön zurechtgebaut. Und dann ist er sozusagen auf diesen Zug aufgesprungen. Die Raumzeit, die Zeit ist einfach nur die vierte Dimension des Raums. Jeder normale Mensch weiß aus seiner elementaren Erfahrung, der Raum und die Zeit sind völlig verschiedene Dinge. Das eine kann nicht das andere sein. Aber man kann es natürlich mathematisch so hinkriegen. Man kann sagen,
okay, die Zeit ist einfach die vierte Dimension. Ja, die Zeit gibt es gar nicht. Und all diese Dinge. Da ontologisiert man ein mathematisches Modell, das dann macht es zu Wirklichkeiten. Man kann also eine These aufstellen und wenn man die dann ontologisiert, dann behauptet man, das ist so wirklich. So, jetzt zu diesem wunderbaren Gravitationsfeld. Ich gehörte ja zu den Ersten, die das scharf kritisiert haben. Wir haben ja auch vor 2 Jahren in unserem Video Das Wesen des Raumes, habe ich ganz am Anfang 5 Minuten gesprochen über die Einwände, die man haben kann, was diese sogenannten Gravitationswellen betrifft. Nun ist das überraschend wieder in den Fokus gerückt. Die Presse, muss man sagen, ist sofort darauf gesprungen, ist ein riesiger Hype entstanden und das Nobelpreiskomitee ist da auch drauf gesprungen. Könnte man sagen, haben die sich täuschen lassen? Oft genug haben sie sich täuschen lassen. Man kennt ja Beispiele, nicht nur den Friedensnobelpreis für Obama zum Beispiel, bevor der irgendwas gemacht hat, hat er schon den Friedensnobelpreis bekommen. Die nächsten kriegen doch ganz andere Leute den Friedensnobelpreis. Greta Thunberg zum Beispiel. Also das ist eine ganz eigenartige Geschichte. Nun ist das eigenartig wieder aktualisiert worden, was viele gar nicht wissen, was nur, sagen wir mal, Insider ist. Es hat von vornherein an den Gravitationswellen eine ganz scharfe Kritik gegeben. Eines der berühmtesten und renommiertesten Physikinstitute der Welt ist das Niels Bohr-Institut in Kopenhagen. Und die haben von vornherein unter Leitung von Andrew Jackson gravierende Fehler entdeckt. Methodische Unsauberkeiten, ja Schlampigkeiten in dem Ganzen. Ist in die Öffentlichkeit kaum eingedrungen. Das Einzige, was mal erschienen ist, wenn ich es richtig weiß, in der Zeitschrift New Scientists. Da gab es ja die Überschrift Große Zweifel an Ligos Entdeckung von Gravitationswellen. Im November 2018, da waren ja die Nobelpreise schon vergeben. Hatten ja ihre Nobelpreisträger. Toll, ist ja immer die. Außerdem war es ja wunderbar, im September 2015 war es ja gerade 100 Jahre nach der Entdeckung der allgemeinen Relativitätstheorie. Wunderbar, wie sich der Kosmos danach richtet, denn die Neutronensterne, die da verschmolzen sein sollen, das ist ja zig Millionen Jahre vorher gewesen, das hat er einfach wunderbar gebaut, wie das so geht. Ne? So. Nun hat es also von vornherein Zweifel gegeben daran. Das hat die Öffentlichkeit kaum erfahren, dass da waren Unsauberkeiten passiert und methodische Schlampereien. Das ist auch bekannt. So, und jetzt ist das neuerdings wieder aktualisiert worden, weil man neue Messungen, seit Anfang April hat man wieder neu angefangen, das Ganze zu messen. So. Ab Anfang April 2000 sollte endgültig, das schreibt hier der Alexander Unzigert im Telepolis-Artikel vom 11. Juni 2019, sollte endgültig das goldene Zeitalter der Gravitationswellenastronomie beginnen, indem die empfindlichen Laserinterferometer zusammen mit den konventionellen Teleskopen für elektromagnetische Signale die Weiten des Universums analysieren. So, seit 2 Monaten ist nur dieses neue Fenster zum Universum in Betrieb und findet nichts. Man findet gar nichts. Man ist enttäuscht, die Astronomen sind beunruhigt. Man findet überhaupt keine Bestätigung dieses einen Signals vom September 2019, was aber auch anders gedeutet werden kann. Es hat sogar die These gegeben, das Ganze sei ein Fake, das Ganze sei eine Täuschung, was möglich ist. Man kann es täuschen, aber es hätte ein Insider machen müssen. Ein normaler, sagen wir mal, Fake-Mensch, der auf Fakes aus ist, der hätte es nicht machen können. So. Jetzt kommt Folgendes noch hinzu. Das ist typisch auch für Bilder. Wenn wir Bilder sehen vom Kosmos, sind die häufig eingefärbt. Das sieht nicht so aus, sondern die sind eingefärbt. Der Laie, der denkt, oh, das sind so wunderbar farbige Bilder, toll. Und der irgendwie die Trostlosigkeit der herrschenden Kosmologie wird sozusagen übertüncht, indem das irgendwie farbig gemacht wird. Der Photoshop agiert. So, jetzt aber noch weiter in dem Artikel. Das ist bekannt, das ist nicht eine Masche jetzt von Unzigert. Er schreibt nur das, was wirklich da war. Ne?
Die Gravitationswellenforscher mussten einige Fehler eingestehen. Jetzt gravierender Fehler. Ich nenne mal einen Fehler, weil ja der Zuschauer jetzt wissen, na was denn nun? Was sind denn die Fehler? Unter anderem, dass die zentrale Abbildung in der Zeitschrift Physical Review Letters nicht mit den Originaldaten erstellt wurde, sondern für wörtlich illustrative Zwecke aufbereitet wurde. Das heißt, eine Bildaufbereitung zu pädagogischen Zwecken, die das Ganze ein bisschen aufhübscht und mehr in die Richtung eines Beweises bringt. Jetzt, und sogar mit Recht, peinlich für einen Artikel, der 100.000-fach heruntergeladen wurde und Grundlage des Nobelpreises 2017 war. Damit hat man jetzt die Forscher konfrontiert. Also die Leute vom Niels Bohr-Institut sind hingefahren, haben ihnen das gezeigt und die haben das dann zugegeben. Ja, das hätten sie gemacht. Plötzlich aber war keiner mehr verantwortlich. Man konnte dann, ja, wer hat das nur gemacht? Keiner hat gesagt, okay, ich war das. Keiner wusste, was passiert war. Man hat aber das sozusagen, man hat eigentlich getürkt, kann man sagen. Man hat eindeutig getürkt. Das passiert übrigens ganz oft. Das werden wir auch gleich bei dem Foto vom Schwarzen Loch noch sehen. Man hat nachgebessert. Nun kann man sagen, ist das menschlich verständlich. Wenn Menschen ein bisschen nachbessern, das tun sie gerne. Wir haben ja auch darüber schon gesprochen, dass bei manchen, sagen wir mal, ich erwarte eine bestimmte Kurve. Nun sind die Daten sehr breit gestreut, aber irgendwie, man kann ja, das andere sind Messungenauigkeiten, aber da, wo die Punkte wirklich an die Kurve berühren, das ist die richtige. Das sind die richtigen Messergebnisse. Das passiert immer in der Wissenschaft. So, nun kommt noch ein zweiter Punkt, den ich auch noch nennen will, weil der auch ganz typisch ist. Die pädagogische Aufbereitung der Abbildung und andere Nachlässigkeiten führten im November 2018 im renommierten New Scientist zu der Schlagzeile große Zweifel an Ligos Entdeckung der Gravitationswellen. So, jetzt kommt noch ein zweiter Punkt. Dabei will ich es dann bewenden lassen. Noch mehr Sprengkraft als die bis heute unerklärte Korrelation mit dem Rauschen, das muss ich jetzt nicht erwähnen, ist was anderes. Das heißt, sie haben eine riesige Datenbank eröffnet von jetzt bitte genau zuhören, von theoretisch zu erwartenden Signalen. Es gibt eine Riesendatenbank von dem, was theoretisch rauskommen müsste und haben das nun abgeglichen mit dem, was effektiv beobachtet wurde. Da schreibt Unziger mit Recht, das ist methodisch höchst fragwürdig, weil es die Existenz von Gravitationswellen schon voraussetzt. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, das nennt man in der Philosophie die Petitio Principii. Man führt einen Beweis, der sieht irgendwo ganz flott aus, aber man setzt das schon voraus, was eigentlich erst bewiesen werden soll. Also man hat entschieden, was davon die Gravitationswelle war, anhand des Modells, was Gott das ist natürlich auch menschlich verständlich. Die Menschen sind da, die Forscher sind davon überzeugt, so ist es. Okay, und dann scannt man das quasi daraufhin ab. Aber kurzum, es ist nichts gefunden worden. Es bleibt bei dem, auch was ich damals vor 2 Jahren gesagt habe, dass diese Gravitationswellen in diesem Sinn nie bewiesen worden sind. Einstein ist nicht bewiesen worden, dass es die Gravitationswellen in diesem Sinne geben kann, ist auch nicht bewiesen worden. So, ganz kurz dazu. Wen das mehr interessiert, der muss sich schon dann Literatur angucken, unter anderem diesen Artikel mit dem witzigen Überschrift Fake News aus dem Universum in Telepolis mit 2 Mausklicks nachzulesen. So, jetzt nun zu dem berühmten Foto des Schwarzen Loches. Nun hat das viele erstmal sowieso verblüfft. Es gab ja viel Spott in den sogenannten sozialen Medien. Wie sieht denn das aus, wie ein Döner oder so? Das gab es ja, aber das ist natürlich zu wenig. Was verblüffend ist, dass die Presse und die Wissenschaftler total darauf gesprungen sind. Ich dachte von vornherein, als ich das zum ersten Mal hörte und sah, auch vor allen Dingen sah, das kann doch nicht wahr sein, das kann doch gar kein Foto des Schwarzen Lochs sein, weil wenn das Schwarze Loch das ist, was behauptet wird, das ist alles Licht verschluckt, kann es doch kein Foto des Schwarzen Lochs sein. Das ist unmöglich. Was ist das eigentlich? So. Und dann fiel ja mir von vornherein auf, schon damals, dass das so ganz große Ähnlichkeit hatte mit künstlerischen Darstellungen, die es schon vorher gegeben hat. Es ist verblüffend ähnlich.
Nanu, ist das, und dann kam die Frage auf, ist das überhaupt ein Foto? So, jetzt gab es einen wirklich brillanten Artikel, den habe ich mir heute Morgen nochmal durchgelesen. Ich habe ihn, glaube ich, 3-4 Mal gelesen. Welt Online hat einen wunderbaren Artikel geschrieben. Friedrich Schwilden heißt der Journalist. Alle Achtung, Hut ab für diesen Mut, das zu bringen. Mit dem Titel, dass der große Schwindel vom schwarzen Loch. Wo er genau das schreibt, das kann kein Foto sein. Er weiß nicht, was es wirklich ist. Aber das schwarze Loch ist unüberprüfbar und es ist letztlich Religion. Er sagt, das muss ich glauben wie eine Religion, das ist überhaupt kein Beweis. Niemand kann es nachprüfen, niemand kann es beweisen. Es ist ja auch in der Wissenschaft die Reproduzierbarkeit da nicht gegeben. Das kann man nicht nachprüfen. So, jetzt aber noch ein weiterer sehr interessanter Punkt. Vor einigen Tagen hat nochmal wieder der von mir hochgeschätzte Unziker ein Interview geführt auf seinem Blog mit einem Spitzenphysiker, einem gewissen Wolfgang Kund. Das werden viele nicht kennen. Wolfgang Kund ist Jahrgang 1931, ein hochrenommierter Physiker, der der Professor war an vielen Universitäten, Schüler von Pascal Jordan. Pascal Jordan, berühmter Mitstreiter von Heisenberg, Bohr und Born, also einer Mitbegründer der Quantentheorie. Und da hat nun der Unziker ihn gefragt, so kann man ja mal vielleicht einen kleinen Blick auf die Aktualität werfen. Was hält er denn von den schwarzen Löchern? Was hält er denn von dem Foto? Man muss mal sagen, dass der Wolfgang Kund über Jahre und Jahrzehnte ein Verfechter der schwarzen Löcher war und sie mit popularisiert hat. Er war ein Verkünder, die schwarzen Löcher, die gibt es wirklich, die sind da. Und er hat dafür geworben in der Öffentlichkeit, auch in Tageszeitungen in Deutschland. Richtig ein Verkünder, ein Matador, wie ich gerne sage, der schwarzen Löcher. Aber seit einiger Zeit ist er zunehmend davon abgerückt und hält das nun für eine Fiktion. Es ist alles falsch. Und er, was ich erstaunlich finde für einen Spitzenwissenschaftler, er gibt zu, er hat sich geirrt. Das muss man mal hinkriegen. Ne? Die meisten, gar nicht die den Mut haben, in der Öffentlichkeit zu sagen, ja, ich habe das geglaubt, ich habe es mit vorangetrieben. Ihm haben wir das viel immer sozusagen mit zu verdanken, dass es so populär geworden ist. Und er gibt nur Gegenargument, das kann nicht stimmen. Schwarze Löcher gibt es nicht. So, die sogenannten Singularitäten, diese extrem Zusammenpressen der Materie und all das, kann man ja alles völlig anders deuten. So, und jetzt sagt er, ist er nun gefragt, was sagt er, dieses Foto vom schwarzen Loch ist nichts weiter als ein so wörtlich ein Flop. Muss man sich mal überlegen, dass einer, der das mitpropagiert hat, nach Jahrzehnten, irgendwann kommt, das ist einfach ein Flop, er lacht darüber, das ist einfach lächerlich, dass das ein Foto vom schwarzen Loch sein soll. Selbst übrigens interessant, im Internet, Wikipedia lässt versehentlich, schreiben sie, das habe ich mir auch angeguckt, das fand ich witzig, das sei nur ein radioteleskopisches Bild und eine aus Radioaufnahmen, da sind ja doch verschiedene, das ist ja ein virtuelles Teleskop aus verschiedenen, 8 verschiedenen Quellen zusammengestellt, berechnete Darstellung. Also, das ist sozusagen entlarven. Es ist eine berechnete Darstellung, die man aus bestimmten Werten zusammenkonstruiert, macht daraus ein Bild. Was ist, sieht man da wirklich? Das weiß keiner. Und welche Grundlagen fließen in die Berechnung ein? Ja, die wieder dann, genau. Es ist wieder dasselbe, wie man auch die Gravitationswellen berechnet hat, wo man vorher schon letztendlich seine eigenen Spekulationen dann reingetragen hat über die Mathematik. Also das will ich will das nicht im Einzelnen jetzt noch vertiefen, weil man das jetzt sehr weit führen würde. Aber es ist interessant. Also der Nobelpreis winkt auch bereits hierfür. Es ist weder, sind die schwarzen Löcher irgendwie bewiesen worden, noch sind die Einsteinschen Gravitationswellen bewiesen worden, noch ist die Krümmung der Raumzeit durch Massen bewiesen worden. Das alles kann man anders interpretieren, was ich ja auch seit Jahren und Jahrzehnten versuche. Und in unseren Videos haben wir ja auch einiges dazu gesagt. Also kurzum, da ist gar nichts bewiesen. Aber der normale Verbraucher sagt, okay, Herr Kirchhoff, Sie haben doch jahrelang, haben Sie doch gegen die schwarzen Löcher, Sie haben die verspottet. Bitte sehr, müssen Sie zugeben, jetzt müssen Sie, jetzt sieht es schlecht aus. Die Fotos gibt es doch.
Tja, so einfach sind die Dinge nicht. Also die Fotos gibt es, aber es sind diese Fotos, kann man vielleicht nicht sagen, dass es fake ist, wäre übertrieben. Aber in gewisser Weise ist es so. Das ist eine Konstruktion aus Radioteleskop-Messergebnissen. Das ist im Einzelnen kolossal kompliziert, aber es ist, dass da irgendwas fotografiert sein soll. Der Normalverbraucher sieht doch, die denkt, das Dunkle da in der Mitte, ah, das ist das schwarze Loch. Und dann sagt er, irgendwo habe ich gelesen, ein Blick in die Hölle. Das, aha, der Blick in die Hölle oder ins Nichts. Kann man das Nichts sehen? Bisher hat noch keiner das Nichts gesehen. Ist es das Nichts? Was, da kommt doch nichts raus, auch kein Lichtstrahl. Das ist doch der große, wie ein großer Staubsauger, wenn doch ganze Sternsysteme einfach verschluckt. Und das ist dieses kleine Gebilde und wie so, das, wie so ein Döner aus. Das soll nun der Beweis sein. Es ist eigentlich peinlich, finde ich. Ich hoffe, dass noch mehr Leute auf diesen Gedanken kommen und da intensiver nachforschen. Leider sind es bisher sehr wenige. Okay, das nur, weil du das angesprochen hast. Vielleicht habe ich jetzt ein bisschen zu viel darüber gesprochen, aber das nochmal zu diesen beiden Punkten. Der Nobelpreis hierfür wird auch bald vergeben werden, sage ich voraus. Also wir können erstmal, um diesen Zwischenkomplex hier abzuschließen, sagen, also die moderne Wissenschaft hat sich in einem bestimmten Klima ausgebildet, in der es vor allem auch eine Abgrenzung ging und eine Emanzipation von der Religion. Genau. Und hat im Zuge dessen letztendlich sich komplett beschränkt. Das war auch, wenn du so willst, eine strategische Beschränkung, weil da kam man auch mit der Religion nicht unbedingt gleich in Konflikt, auf reine absehbare Größen und die Herstellung einer Wirklichkeitssimulation, eines Modells, das dann zunehmend für die Wirklichkeit selbst gehalten worden ist. Also nicht mehr, es wird zwar immer betont, dass etwas ein Modell sei, aber es wird nicht mehr bemerkt, was alles aus dem Modell weggelassen worden ist. Richtig. Unter anderem der gewordene europäische Mensch in einer ganz bestimmten Geistestradition und der mit seinem ganzen Bezug noch immer zu den Dingen steht und damit auch angeweht wird sozusagen von den Dingen. Und es wird von der Natur angenommen, dass sie stumm und passiv, ähnlich wie die Materie, auch träge und stumm und passiv so da niederliegt. Darf ich noch kurz sagen? Ja, stumm und passiv ist richtig. Die Natur als Objekt. Ja, als ein Objekt. Ein Gegenstand. Ich habe ja vorhin flapsig gesagt, dass manche reden über Galaxien, als ob sie über ihren Geräteschuppen reden. Ne? Also das ist ja schwindelerregend. Nicht, wenn auch die gigantischen Fernrohre die Galaxien zeigen, das zeigen sie ja nun. Ja, aber was sieht man wirklich? Das sind ja ungeheure, gigantische Organismen mit vielfältigen Lebensvorgängen. Das ist einfach absurd, wie geredet wird. Unwürdig auch des Menschen. Das ist einfach furchtbar. Außerdem sind die schwarzen Löcher, um noch auf die zu kommen, eigentlich faschistische Monster. Also eine klassische Projektion. Klassisch. Ja. Nicht? Also das ist so, schöner geht es gar nicht. Also eine bessere Projektion als schwarzen Löcher kann es gar nicht geben, finde ich. Ja, also Sie gehen davon aus, von dieser stummen, passiven, unkommunikativen Natur, an anderer Stelle heißt es mal, die zu Geständnissen sogar gefoltert werden muss. Ja, berühmter Francis Bacon, putting nature to the torture. Genau. Spannt die Natur auf die Folter. Genau, und dann unsere Ja-Nein-Antworten rauszubekommen. Mhm. Das sind immer begrenzte Hypothesen, die vor allem voraussagen können, was als nächstes geschieht und falsifizierbar sein müssen und gewisse Präzision aufweisen können. Dann gibt es eine Art Stahlskelett, das ist sozusagen das Stahlskelett meines Modells der Welt, ist die Mathematik. Und dahinter steht das Transzendent oder ein Subjekt, ein transzendentales Subjekt, das abstrahiert von allem, all das beobachtet und zu einem Modell zusammenbaut. Ja, ja, ich will noch kurz sagen, ich habe das schon mal erwähnt, Verzeihung, wenn das einige Hörer oder Zuschauer schon gesehen haben, mit der Präzision und Voraussagekraft, das wird ja immer gesagt, die Voraussagekraft. Nicht, dass in dem von mir mehrfach erwähnten Gespräch mit Werner Heisenberg, habe ich ihn ja gefragt, er sollte mal in einem Satz sagen, was er eigentlich möchte, hat er gesagt, ich will die Natur verstehen, und zwar so genau verstehen, dass Voraussagen möglich sind. Das ist ja klassisch, ne? Voraussage.
Und die Vorstellung auch, dass alles, was ich hier finde, auf der Erdoberfläche gültig ist für den ganzen Kosmos, außer Leben und Bewusstsein, das ist ganz selten. Obwohl es hier vorkommt, kann man nicht von vornherein davon ausgehen, dass es anderswo auch ist. Da müssen ganz, ganz, ganz seltene Bedingungen irgendwie herrschen. Ganz selten. Und ich muss auch, während ich Wissenschaftler bin, mich total rausnehmen aus allem und auch Gott, das Göttliche oder irgendeine Form von, also muss methodisch atheistisch vorgehen. Das wird alles gefordert von mir. Aber als Privatmensch kann man natürlich Theist sein. Kannst alles man kann machen, was du willst. Man kann alles sein. Man kann Adventist sein oder Anthroposoph oder alles kann man sein. Es spielt überhaupt keine Rolle. Ne? Ja. Ja. Und jetzt ist aber noch eine, seit Anbeginn der Philosophie, auch noch eine andere Form, auf die Natur zuzugehen und auch der Naturerkenntnis, auch möglich, die auf anderen Voraussetzungen beruht. Du hast zum einen schon mal Nietzsche erwähnt, der ja davon ausgeht, dass alles, was im Menschen vorkommt, das bedeutet auch seine emotionalen, subjektiven Erlebnisse, wenn man sie ganz genau phänomenologisch beobachtet, letztendlich Rückschlüsse ziehen lassen zu Zusammenhängen in der Natur. Richtig. Und das ist ja ein völlig anderer Zugang, weil dann muss ich den Leib nicht ausklammern und ein Registrierapparatsobjekt kreieren, um damit Naturwissenschaft zu betreiben, sondern ich benutze den kompletten Leib, um auf die Natur zuzugehen und erkenne dadurch Dinge. Möchtest du dazu mal was sagen über die Geschichte dieses Zugangs und zentralen Denkern, die sich so an Natur gewahrt haben? Es geht ja letztlich auch um die Frage Natur und Geist. Mhm. Nicht? Bei Kant ist ja so, man kann die Natur erkennen, weil nichts, weil die Natur vom Geist durchdrungen ist, vom lebendigen Geist durchdrungen ist, sondern weil der Mensch als transzendentales Subjekt sozusagen diese projiziert, auch wenn Kant diesen Begriff nicht benutzt. Also, es geht letztlich um die Frage Natur und Geist. Natur, mal ganz vereinfacht gesagt, als die Außenwelt, die Welt der Dinge, der Objekte, aber auch der anderen Lebewesen. Kurzum, unsere Lebenswelt und auch das, was wir beobachten. Das ist ja nicht identisch mit dem, was der Einzelne in seiner Brust fühlt. Es gibt ja da eine Trennung. Auch wenn man, sagen wir mal, ganzheitlich denkt, in dem Sinne, dass alles mit allem verbunden ist, okay. Trotzdem gibt es ein Etwas in der eigenen Brust, auch über das eigene Ich, dass der Einzelne nur für sich hat, was er einfach, mit dem er identisch ist. Das heißt, der Mensch ist da getrennt. Also die Innenwelt, Geist, ist der Mensch ist auch ein Geistwesen und das ist nicht vollkommen kompatibel mit der Außenwelt. Es gibt da eben die andere Sichtweise. Du hast erwähnt, hast nochmal diese Sicht von Kant auch erwähnt, auch zum Teil von Nietzsche, diese andere, er hat ja zwei Sichten darauf. Wenn ich davon ausgehe, dass ich die Natur erkennen kann, kann ich auch schlussfolgern, es gibt Geist in der Natur. Und das wird in gewisser Weise auch indirekt von manchen Naturwissenschaftlern so gesehen. Das heißt, wenn ich überhaupt Naturgesetze erkennen kann, dann sind es ja nicht nur meine Fantasie, sondern es gibt ja wirklich Gesetzmäßigkeiten. Dann hat das mit Geist zu tun. Dann gibt es Geist in der Natur. Ich sage oft, wenn man Natur überhaupt erkennen will, ohne Projektion, muss ich davon ausgehen, dass die Natur durchgeistet ist, dass es sozusagen einen objektiven Idealismus gibt. Ich gehe davon aus, es gibt den Geist. Wenn ich Philosophie betreibe, auch als Liebe zur Weisheit, muss ich davon ausgehen, dass es Weisheit gibt. Ich glaube an die Geistgestalt der Natur und davon gehe ich eigentlich aus. Und das bringt auch das Lebendige wieder hinein. Und dann plötzlich ist man in einem völlig anderen Raum. Man blickt völlig anders auf die Welt. Das heißt nicht, dass man nicht auch Mathematik benutzen kann, aber man wird es nie vollkommen, sagen wir mal, abkoppeln können von der eigenen Wirklichkeit. Also Natur ist dann kein abstraktes System, auch im Sinne der Systemtheorie, was ich abstrakt beschreibe, sondern Natur ist ein eigenlebendiges. Und als eigenlebendiges
kann ich auch mit ihm in Kommunikation treten. Dann ist es, dann antwortet es mir, sozusagen, dann bin ich im Dialog. Also aus dem monologischen Draufblicken wird ein kommunikatives, ein dialogisches. Und es ist ein vollkommen anderer Ansatz. Und dann kann man ja auch schließen, wenn man vom Einzelnen auf das Ganze schließt, ich bin lebendig, also lebe ich in einer in toto, insgesamt lebendigen Welt. Nicht? Das ist ja auch ein Schluss, den man ziehen kann. Sonst kommt ja immer die Frage auf, die man im späten 18. Jahrhundert schon gestellt hat und die auch die Geister beunruhigt hat. Wie kommt eigentlich das Leben in eine mechanisch kausal ablaufende Weltmaschine hinein? Was ist dann auch mit der Freiheit, mit all dem? Das ist dann irgendwo alles dahin. Also die Frage, die hat ja Kant aufgeworfen, und das haben ja auch verschiedene Philosophen, unter anderem Schelling, dann auch versucht, auf eine bestimmte Weise zu denken. Die Natur als kommunikativ, als lebendig. Auch schon in der Renaissance ist das passiert, etwa von Giordano Bruno ganz entscheidend, von vornherein vom Leben auszugehen, vom Lebendigen auszugehen. Und die Unendlichkeit als ein Spiegelbild auch des eigenen Seelenvermögens, des eigenen Seelenleibes geradezu zu verstehen. Also eine ganz andere Zugangsweise, die aber auch zu objektivierbaren Ergebnissen führt, die nicht einfach Fantasie oder Poesie ist. Es geht nicht um den Gegensatz von Poesie, Literatur und schönen geistigen Gefühlen und der Wissenschaft, sondern Philosophie in diesem anderen Sinne bedeutet auch echtes Erkennen. Da sind wir beim Erkennen. Was sind die Grundlagen dafür, dass ich da überhaupt was erkennen kann? Die Grundlage ist folgende. Die Grundlage ist, ich bin ein ich-bewusstes Wesen. Und als solches ich-bewusste Wesen muss ich davon ausgehen, dass der Mitmensch, die anderen Menschen auch ich-bewusste Wesen sind. Es muss die Bewusstseinsqualität, wenn ich das konsequent weiterverfolge, überhaupt in der Welt da sein. Es ist eine legitime Schlussfolgerung. Der Mensch ist eine Analogienquelle für das Weltall, sagt Novalis. Das hört sich poetisch an. Gut, aber ich muss davon ausgehen, dass ich in einer insgesamt lebendigen Welt lebe, weil das aus etwas Totem Lebendiges entsteht, ist noch nie beobachtet worden. Niemals. Das ist eine pure Behauptung. Zumal wir auch sagen müssen, in Parenthese, dass derzeit ja einfach die Maschine als Analogienquelle für das Universum herangezogen wird, die eine Reduktion vom Leben aus ist. Das hat man immer gerne gemacht. Genau. Ne? Deswegen wäre es einfach mal zu sehen, es ist nicht so, dass man jetzt vorschlägt, überhaupt keine auf der einen Seite eine Analogiequelle, auf der anderen Seite gar keine, sondern statt diese Analogiequelle kann man auch versuchsweise sich mal einer anderen Analogiequelle zuwenden. Zum Beispiel des lebendigen Menschen. Ohne dass man nun ins Fantastische hineingerät. Man ist ja in einem schwierigen Feld, weil viele schön geistig bewegte Menschen oder auch Naturliebhaber ergehen sich ja gerne auch in Phantasmen, in sowas Schwingendes, Ungenaues. Sie wollen es gar nicht genau wissen. Das muss nicht unbedingt der Gegensatz sein, sondern die Naturphilosophie, wie ich sie verstehe, auch im Sinne einer lebendigen Kosmologie, schließt den Menschen ein und kann auch genau sein. Und dann, es gibt ja auch dann auch Zahlen, das haben wir auch schon angesprochen und wollen es ja nochmal in einem eigenen Video, nicht? Dass auch Zahlen dann eine ganz andere Bedeutung haben können. Nicht? Die Mathematik bleibt eine Hilfswissenschaft, die auch gut und sinnvoll ist und Architektur und sonst wo, unbedingt. Aber sie ist kein Mittel des Weltzugangs und des Erkennens der Welt. Ich will noch mal kurz ein anderes Beispiel geben, wovon Nietzsche stark beeinflusst ist, nämlich ein Schopenhauer-Zitat bringen, wo das noch mal gut, sehr schön rauskommt. Das kann man ja auch in einer einfachen Grunderfahrung sehen. Wir sehen die Welt als Objekt.
auch alle anderen Menschen, erst einmal, das sind die anderen, das bin ich. Kein Ich ist ohne das Wir und ohne das Du, das wäre pathologisch, aber erst einmal ist der andere ja nicht identisch mit mir, ist ja jemand anders, da gibt es ja also eine Wechsel. Aber auch der andere als Körper, auch als Leib, ist für mich nicht sichtbar als Leib, aber als Körper. Aber ich selbst bin mir ja auch, wenn ich meine Hände betrachte und meinen eigenen Körper, habe ich ja die einmalige Möglichkeit, ich bin innen, in den Händen drin und gleichzeitig bin ich außen, ich kann drauf gucken. Das heißt, ich habe ja in meinem eigenen Leib ja ein wunderbares Mittel, von innen und von außen gleichzeitig zu sein. Darüber denken viele gar nicht so richtig nach. Der Leib ist ja einerseits außen und andererseits ist er innen. Nicht? Das ist ja ganz merkwürdig. Der Mensch ist zugleich innen und außerhalb der Natur, sagt Novalis. Wir sind ja auch außerhalb der Natur und gleichzeitig sind wir in der Natur. Wir sind aber nicht einfach so identisch, wenn man Natur versteht, wie es meistens verstanden wird. Wenn man Natur im ganz weiten Sinne versteht, als Kosmos, kosmische Gesetze und Prinzipien, da natürlich nicht. Schopenhauer, schönes Zitat will ich nochmal bringen, weil es genau in diesen Punkt hineinführt, das ist ein Weg zur Welt. Wir fragen ja, wie komme ich zum Wissen über die Welt? Ich kann ja Bücher lesen, ich kann schlaue Bücher lesen, ich kann ganze Bibliotheken durchlesen, ich kann mir Gedanken machen, aber weiß ich deswegen, wie die Welt ist? Nein, aber vieles kann ich auch nicht unmittelbar wissen, weil vieles weiß ich nur vermittelt, durchs Hörensagen. Jeder, wenn er ehrlich ist, muss zugeben, das meiste überhaupt, was er weiß, hat er nur durchs Hörensagen. Denn seine eigene kleine Erfahrungswelt kann ihm doch keinen Aufschluss geben, so ohne weiteres, wie der Kosmos beschaffen ist. Da müsste man dann ein Eingeweihter sein, einen ganz anderen Bewusstseinsstand haben. Darüber reden wir doch über Bewusstseinsentwicklung. So, Schopenhauer, wunderbares Zitat. Ist nicht lang. Diesem allen in der Welt als Wille und Vorstellung, diesem allen zufolge wird man auf dem Wege der objektiven Erkenntnis mithin von der Vorstellung ausgehend nie über die Vorstellung, das heißt die Erscheinung, hinaus gelangen, wird also bei der Außenseite der Dinge stehen bleiben, in der Außenbetrachtung, nie in ihr Inneres dringen und erforschen können, was sie an sich selbst, das heißt für sich selbst sein, mögen. Soweit stimme ich mit Kant überein. Nun aber habe ich, Schopenhauer, als Gegengewicht dieser Wahrheit jene andere hervorgehoben, dass wir nicht bloß das erkennende Subjekt sind, sondern andererseits auch selbst zu den zu erkennenden Wesen gehören. Wir sind nicht nur das erkennende Subjekt, wir gehören auch zu den zu erkennenden Wesen, selbst das Ding an sich sind, das mithin zu jenem selbsteigenen und inneren Wesen der Dinge, bis zu welchem wir von außen nicht dringen können, uns ein Weg von innen offen steht. Gleichsam ein unterirdischer Gang, eine geheime Verbindung, die uns wie durch Verrat mit einem Male in die Festung versetzt, welche durch Angriff von außen zu nehmen unmöglich ist. Das Ding an sich kann eben als solches nur ganz unmittelbar ins Bewusstsein kommen, nämlich dadurch, dass es selbst sich seiner bewusst wird. Das objektiv erkennen wollen heißt etwas Widersprechendes verlangen. So, wunderbar formuliert von Schopenhauer. Also es gibt einen inneren, sozusagen einen geheimen Zugang. Die Naturwissenschaftler bestürmen die Festung von außen mit dem ganzen Material, riesige Apparate, bestürmen sie die Festung der Natur. Aber der Einzelne in seiner lebendigen Ganzheit, auch als Leib, nach Schopenhauer und auch darüber hinausgehend, ist schon in der Festung, die da erstürmt werden soll. Er sitzt in der Festung drin. Er ist sozusagen durch einen Kunstgriff, durch etwas wie Geheimes, ist er schon in die Festung gelangt. Er sitzt in der Festung. Und das finde ich eine interessante Schlussfolgerung, die dahin auch läuft, dass man sagt, das,
was man erkennt, muss man selber sein. Das ist ja auch ein faszinierender Gedanke, den zum ersten Mal Empedokles ausgesprochen wird, hat, Gleiches wird nur von Gleichem erkannt. Das heißt, ich kann nur das erkennen, was ich in der Tiefe wirklich bin. In meinem So-Sein. Nur wenn das quasi identisch ist mit dem sogenannten Objektiven, kann ich es wirklich erkennen. Das reine Objekt, als auch ein totes Objekt, als ein Es, kann gar nicht erkannt werden. Leben kann nur Leben erkennen. Geist kann nur Geist erkennen. Geist kann nur aus Geist erwachsen. Seele kann nur aus Seele erwachsen. So, das ist eigentlich ein Grundprinzip der Erkenntnis, dass das, was erkennt, identisch mit dem ist, was erkannt wird. Und das ist der Ansatz von Schelling auch. Wobei Schelling noch einen Schritt weiter geht. Er geht ja davon aus, dass die Natur auch erkannt werden will, also sich der Erkenntnis anbietet, weil es gleichzeitig etwas ist, was erkennen möchte und auch eins, was erkannt werden will. Dass quasi etwas aus der Natur quasi kommunikativ auch mit in die Erscheinung drängt und sich mitteilen und will, möchte. Genau, und muss auch geradezu. Die Natur sozusagen will erkannt werden und in dem Zusammenspiel des Menschen, der ja eine Bewusstseinsentwicklung hinter sich hat, ist es auch sozusagen notwendig. Da ist der Mensch auch dann in diesem Sinne gemeint. Er ist nicht ein Outcast, sondern er ist auch gefordert, herausgefordert. Nicht? Ist er ja auch. Ich habe ja schon in dem Video Masse, Materie auch den Helmut Krause zitiert aus dem Baustadt der Welt. Der schreibt ja auch ähnlich, aber anders als Schopenhauer, der Mensch ist Teil der Schöpfung und weil dies so ist, müssen in ihm auch alle Gesetze der Schöpfung wirksam werden. Alle Geheimnisse der Schöpfung in ihm auffindbar sein. Das ist logisch nicht zu widerlegen. Dies gilt für alle Teile der Schöpfung, aber im Wesen als dem, Menschen als dem Wesen, das sich durch Bewusstheit von allen anderen Wesen unterscheidet, muss dieses Gesetz der Schöpfung, das Gesetz des Weltalls, in seine Wachheit treten. Dies allein können wir als Wahrheit bezeichnen. So, also, das ist ja ein ähnlicher Gedanke. Das ich-bewusste Wesen Mensch, in mir sind doch alle Gesetze des Universums, in jedem von uns. Und wir als ein wachbewusstes Wesen, vielleicht auf einer wie immer gearteten Bewusstseinsstufe, die sich auch weiterentwickelt, müssten eigentlich in der Lage sein, diese Gesetze auch in die eigene Wachheit und Bewusstheit und auch in das eigene lebendige Ich zu bringen. Also da ist ein Erkenntnisweg über die Introspektion. Das ist letztlich dann auch ein Weg, wie soll ich sagen, das hat ja auch was mit Meditation zu tun, mit sich einschwingen und es ist was Inneres, aber was das Außen nicht verleugnet, sondern es ist ein Ineinanderschwingen von Innen und Außen, wie ja auch die geistig-seelische Naturbetrachtung ja immer auch ein Innen und Außen gleichzeitig ist. Nicht? Die Dinge werden ja nicht als Objekte gesehen, man nimmt etwas anderes wahr in den Dingen, was ist, wie man selber ist, etwas geistig-seelisches. Das ist nicht nur Projektion, wo mir viele sagen, naja, Schönheit gibt es gar nicht. Schönheit projizierst du in die Welt hinein. Warum? Tue ich gar nicht. Sondern es leuchtet mir entgegen. Ist die Frage, ist die Schönheit eigentlich da? Gibt es sie wirklich? Das Schöne, das Gute und das Wahre, wie die Neuplatoniker sagen, dass dasselbe sein soll. Also, da ist man in einem völlig anderen Feld. Man ist aber nicht in einem Feld, wie Kritiker natürlich sofort einwenden. Man kennt ja diese kritischen Einwände in der subjektiven Willkür. Du fantasierst dich da hinein in das. Die objektive Welt ist was vollkommen anderes. Das ist natürlich auch das will geschult sein, das will bearbeitet sein, das hat auch mit geistiger Disziplin zu tun. Zumal ja zum Beispiel viele Naturvölker auch davon berichten, dass sie über die Heilkräfte bestimmter, das ist die Auskunft, die sie selber geben, ja, über die Heilkräfte bestimmter Kräuter von den Kräutern selbst informiert worden sind. Ja, dann kann man natürlich, der rationale Mensch würde sagen, das kann doch gar nicht sein, das ist doch Fantasie. Gut,
es ist ja, gibt ja auch Kommunikation, die nicht so unbedingt greifbar ist, auch sprachlich. Da sind wir bei einem Punkt, den ich hier nur ganz kurz andeuten will. Vielleicht kommen wir gar nicht mehr dazu, das ihn zu behandeln, die Sprache. Ne? Wie weit Sprache dann auch Erkenntnis beeinflusst. Mhm. Und man sagt ja immer, das Deutsche ist so philosophisch. Im Prinzip bin ich der Auffassung, dass reinste Philosophie, im Prinzip ja, oder an und für sich ist es so, ist Hegel. Das An und für sich sein ist Hegel. An und für sich und so weiter. Ist bis in die Alltagssprache hinein, machen sich viele nicht klar. Oder Substanz, die Substanz deiner Argumente ist sehr mager. Die Substanz, ja, die ganze Substanzfrage. Okay. Und da gibt es ein schönes Wort von Schelling, was ich hier mal zitieren möchte, die das nochmal beleuchtet, was ich eben angedeutet habe, Natur und Geist. Schelling nennt das übrigens sein eigenes Denken Realidealismus. Er kritisiert die Philosophie davor, in denen kommt die Philosophie gar nicht, der Geist gar nicht, das Leben gar nicht vor, die Natur ist irgendwie, kritisiert auch Spinoza. Er verehrt Spinoza auf der anderen Seite sagt er, in diesem abstrakten Denken Spinozas gibt es überhaupt keine Natur in diesem Sinne. Ob es nun stimmt oder nicht, das sagt er. So, solange ich selbst mit der Natur identisch bin, verstehe ich, was lebendige Natur ist, so gut, als ich mein eigenes Wesen verstehe. Lebendige Natur. Begreife, wie dieses allgemeine Leben der Natur in mannigfaltigsten Formen, in stufenmäßigen Entwicklungen, in allmählichen Annäherungen zur Freiheit sich offenbart. Sobald ich aber mich und mit mir alles Ideale von der Natur trenne, den Geist zum Beispiel, der einfach da ist, bleibt mir nichts übrig als ein totes Objekt. Und ich höre auf zu begreifen, wie ein Leben außer mir möglich ist. Also das ist genau der Punkt. Dann ist es einfach ein totes Objekt. Aber wenn ich das Wissen habe, dass dieser Zusammenhang existiert, dann wird es lebendig, dann funkelt es ganz lebendig und dann ist da ein Zugang. Das muss dann gar nicht Wissenschaft erstmal sein. Das muss man auch nicht schnell mit der Wissenschaft koppeln. Man kann mit Fug und Recht fragen, ist das Geisteswissenschaft in dem Sinne, ist das überhaupt möglich? Und ist das dann Wissenschaft in diesem üblichen Sinne? Nein, ist es nicht. Da kommt ein intuitives Moment hinein, was natürlich auch in der Physik, in der Biologie und so weiter auch vorhanden ist. Es gibt ja auch Forscher, die durchaus auch intuitive Einsichten haben, die sich dann auch als richtig herausgestellt haben. Das ist ja auch bekannt. Auf jeden Fall ist man da in einer Wechselbeziehung. Man ist in einer lebendigen Welt. Man sieht plötzlich alles anders. Man sieht ja auch die Sonne und die Tag und Nacht, all diese Phänomene, die für den Alltagsmenschen einfach selbstverständlich sind, worüber keine Sekunde nachdenkt. Es sei denn, es gibt eine Sonnenfinsternis, da ist er schockiert. Am Tage wird es dunkel, dann ist er tief erregt und dann begreift er erst, dass er in einer ganz anderen Welt lebt, als er gedacht hat. Sein schönes Gehäuse wird ihm irgendwie kaputt gemacht. So. Also da gibt es einen Ansatzpunkt, da können wir vielleicht noch ein bisschen was sagen, auf jeden Fall. Das kann man erstmal schon zur Kenntnis nehmen und das kann man weiterentwickeln. Jetzt kommst du, als hast du auch angesprochen, das Thema der Intuition. Das heißt, wenn wir erst einmal setzen, erstens die lebendige Welt, genau, zu der wir in Kontakt stehen durch unser Innen einerseits, ja, und durch die kommunikative Grundnatur der Natur selber, ja, also auch erkennen können darin, wenn wir uns selbst in unserem Leben und unserer Lebendigkeit ernst nehmen. Stellt sich jetzt die Frage, was du meinst mit Intuition und wie das Thema der Intuition bzw. der intuitiven Einsicht in bestimmte Zusammenhänge überhaupt verankert ist philosophisch. Naja, es hat immer die Überzeugung gegeben, schon eigentlich bei Platon, dass es auch eine Erkenntnisweise gibt, die nicht kleinschrittig, rational, induktiv ist, sondern die sozusagen den Schritt in die Festung, sozusagen die Festung von innen ergreifen. Diesen Gedanken hat es natürlich in der Philosophie immer gegeben.
Übrigens auch bei extremen Rationalisten. Auch die, auch in den Kantennamen, auch da gibt es intuitive Dinge. Es ist nicht so, dass die Intuition da völlig ausgeklammert wird. Intuition heißt ja, ohne kausale, rationale Schritte begreife ich einen Zusammenhang. Also intuitiv begreife ich, dass da was nicht stimmt, zum Beispiel. Gefühlt. Intuitiv. Oder intuitiv begreife ich, du lügst. So, ja, also man verdächtigt den anderen, er lügt, weil man intuitiv das Gefühl hat, so ist es, von innen. Und so solche Dinge, natürlich kennt man das auch in der Philosophie, das haben viele, Giordano Bruno hat es übrigens sehr schön mal auf den Punkt gebracht, wenn ich das kurz hier erwähnen darf, ich bringe das in meiner Monographie, da bringt er genau diesen Punkt mit dem Intuitiven. Das kommt ja auch übrigens bei Goethe im Faust vor. Da ist doch der Faust, der ganz verzweifelt ist. Ne? Habe nun nach Philosophie, Juristerei und Medizin durchaus studiert mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun nicht Armatur und bin so klug. Als wie zuvor. So klug. So klug als wie zuvor. So, und dann sagt er doch plötzlich in seiner Verzweiflung, dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Schau alle Wirkungskraft und Samen und tu nicht mehr in Worten kramen. Da ist so, hat man schön den Gegensatz. Die Schau der Wirkungskraft und Samen, der Rest ist so Wortkram. Goethe, ein Lieblingswort von Goethe, für abstrakte Betrachtung der Natur, das nennt er Wortkram. In Worten kramen, in Modellen, in Abstraktionen sich aufhalten. Also die Sehnsucht von Faust, das zu schauen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Schade, dass das Wort so viel zitiert wird. Übrigens auch von Physikern. Was ich wirklich schade finde, denn genau das wissen die Physiker nicht. Das wäre ein eigenes Thema, was die Gestirne, was zum Beispiel die Erde wirklich zusammenhält, die Materie. Das können Sie nur abstrakt begreifen. Es ist aber ein echtes Thema. Sie haben diese Frage einfach nicht gelöst. Bei Bruno gibt es ja, auch wie in anderen Zusammenhängen, eigentlich vier Stufen. Es gibt auf der einen Seite die sinnliche Erfahrung. Die ist bei Bruno unzulänglich. Er sagt, die Unendlichkeit kann die Sinnenwelt nicht erfassen. Zumal auch der Erdboden ruhend aussieht, genau. Aber eigentlich nicht ruhend ist. Das heißt, ja. Es gibt auch optische Täuschung innerhalb der Sinnenwelt. Wir sind voller optischer Täuschung. Wir sind ständig umringt von optischen Täuschungen. Die Dinge sind ganz anders. Die Sinneswahrnehmung sind auch überhaupt zu täuschen, bewusst zu täuschen. Das weiß man ja. Dann gibt es den Verstand. Nun ist Verstand, sagt Kant, ist das Vermögen der Begriffe, finde ich eigentlich eine schlechte Definition. Verstand ist eigentlich, da hängt ja auch Verstehen drin, ist ein Ordnungssinn. Es ist ein Ordnungssinn der Sinneswahrnehmungen, der Sinnesbeeindruckern. Der Verstand ordnet die sinnliche Welt zu einem Ganzen. Und darin hat er seine Funktion und darin hat er auch seine Würde. Man kann den Verstand aber nicht beliebig anwenden, wie Goethe einmal richtig sagt, dann wird er anarchisch. So, jetzt die Vernunft. Jetzt Bruno wörtlich, es folgt die Vernunft. Die dritte Stufe. Die dasjenige, was der Verstand auf diskursive Weise und mittels der Beweisführung und mittels der logischen Schlussfolgerung und des kausalen Ablaufs erfasst und begreift, durch eine gewisse einfache Intuition, ein unmittelbares Anschauen aufnimmt. Plötzlich verbindet Bruno die Vernunft mit Intuition. Sie wird Intellectio genannt, gleichsam eine interna Lectio, ein innerliches Lesen. Und sie ist, jetzt schönes Bild, ein lebendiger Spiegel, zugleich sehend und die sichtbaren Dinge in sich selbst bergend. Hier wird also die Vernunft, die höhere Vernunft, schon ist eine höhere Bewusstseinsstufe und jetzt aber die vierte Stufe, die nach Bruno die eigentliche ist. Es folgt der Geist, nennt er Mens, über aller Vernunft und rationalen Erkenntnis, welcher in einem einfachen Akt
des Schauens ohne vorausgehendes und begleitendes logisch-diskursives Denken und ohne Zahl und Trennung alles erfasst, ein Spiegel vergleichbar, der lebt und zugleich so vollkommen ist, dass das Licht, der Spiegel und alle Formen und Gestalten miteinander identisch sind, welche er ohne Trübung und Vereinzelung sieht und ohne zeitliche der Veränderung unterworfene Aufeinanderfolge, wie ein Haupt, das vollständig Auge ist. Wunderbares Bild. Und überall in einem Akt das Höhere und Tiefere, das Vorher und Nachher und das unteilbar ist, auch das Innere und das Äußere sieht. Also, sagt Bruder an anderer Stelle mal, die Wahrheit ist im Geist wie in einem, in der Geist in der eigentlichen Form. Also im Geist ist die Wahrheit verankert, nicht im rationalen Geist, im Geist im tiefsten Sinne, der auch die Seele einschließt. Ja, also das ist die, also Sinnesorgane, die täuschen können, Sinnesorgane. Dann der Verstand, der die Sinnesorgane ordnet, die Vernunft, die eine höhere Ebene repräsentiert, auch schon Intuition, und der Geist, der im Grunde genommen den eigentlichen Zugang zur Welt über ein Schauerlebnis quasi erfährt, wie im Zen-Buddhismus auch zum Teil als Satori erscheint. Das heißt, Subjekt und Objekt werden eins, die Dinge werden identisch mit dem Einzelnen selber. In einem Schauerlebnis wird er zum Spiegel der Welt und selber ein lebendiger Spiegel. Also das finde ich ein wunderbares Bild. Das wäre die tiefste Form der Intuition. Und da fällt dann auch das Subjektive und das Objektive irgendwie zusammen. Könntest du hier nochmal was sagen über das Schauen und das Hören, das ja ein bisschen auseinander geht in der abendländischen und zum Beispiel der altindischen Kultur, wo den höchsten Stellenwert das Hören einnimmt und am Schluss, also das Hören, das direkte Hören, das intuitive Hören und das hörende Empfinden. Und in der abendländischen Kultur, wo es die Schau ist. Naja, es ist, gut, ganz kurz, das wäre auch noch mein eigenes Thema. Ne? Im Abendland ist immer das Sehen favorisiert worden. Es gibt diese wunderbare Stelle von Leonardo da Vinci, dem wunderbaren Genie, das kürzlich seinen 500. Todestag hatte. Also Leonardo da Vinci sagt, die größte Schönheit ist nur über das Auge. Er war ein Augenmensch. Das Auge der Welt heißt ein Buch über Leonardo da Vinci. Auge, sehen, alles sehen. Sehen, wahrnehmen, lebendiges Sehen, was auch den Einzelnen in der tiefsten Seele ergreift. Nicht unbedingt hören. Der Musiker ist ja klangbestimmt. Die abendländische Kultur hat eigenartigerweise, obwohl sie hochabstraktionistisch ist und auch das Auge so favorisiert, im Sinne, hast du das wirklich gesehen, ist viel stärker, als wenn ich sage, hast du es gehört. Die Evidenz ist viel stärker, das habe ich wirklich gesehen. Das ist eine viel stärkere Evidenz für den normalen Menschen als das Hören. Aber in der Musik ist ja der Klang, also das Sehen ist immer letztendlich, auch wenn es noch so subtil, sublim und mit der Seele verbunden ist, immer auch ein Sehen, da ist was da draußen und hier bin ich. Aber der Klang durchdringt dich vollständig. Der Mensch ist sozusagen auch ein Klangwesen. Im Klang ist er innen und außen gleichzeitig. Der Klang ist überall. Wie eine Stimme im Raum überall ist, so ist der Klang überall. Und der Klang ist im Menschen und auch außerhalb. Und in dem Klang, in die abendländische Kultur hat diese Musik entwickelt, die das bis in die Perfektion, bis zum Allerhöchsten getrieben hat, die Welt auch als Klang zu verstehen, wo das dann nicht mehr gesehen wird. Man kann natürlich sagen, man sieht dann auch irgendwie die Musik als Farben. Gut, das kann man sagen. Das mag vielleicht in Grenzen auch stimmen, aber der Klang, das Hören, ist eine unmittelbare Verbindung, die nicht, der Klang ist nicht außen, sondern innen. Und da könnte man lange drüber reden, aber das müssen wir jetzt nicht. Sehen und Hören ist ja auch ein Sinnesorgan.
Ja, zumal die alten Inder davon ausgehen, dass die Götter tönen und kontinuierlich einen Ton in die Welt hinlassen. Vollkommen richtig, ja. Und diesen Ton, der stellt dann einen Klangstrom dar. Und oberhalb der sinnlichen Wahrnehmung und der Schlussfolgerung, die genauso wahrgenommen worden sind in der indischen Philosophie, kam dann das direkte Hören aus dem Klangstrom. Dann hat es eine höhere Qualität, was da rauskam, was wahrgenommen und übersetzt worden ist, dann auch in Sprache oder ausgestaltet in irgendeiner Form, als das bloß sinnlich Ja, wahrgenommen es wurde. gibt ja auch eine richtige Klangkosmogonie der Inder, ne? Eine richtige Klangkosmogonie, dass die Klangstufen der Welt, dass es also die Welt aus dem Klang entsteht. Da kann man viel zu sagen und das können wir mal jetzt so einfach so stehen lassen. Aber es ist eine hochinteressante Frage, das Hören und das Sehen. Man muss es auch gar nicht gegeneinander ausspielen. Sehr subtiles Sehen ist auch ja irgendwie in bestimmter Weise auch Klangwahrnehmung. Nicht? Und die Sinnesorgane, wenn sie sehr stark verfeinert sind, wenn sie ins Äußerste gehen, dann entsteht ja auch aus dem Sinnlichen etwas sozusagen, nicht gleich das Übersinnliche, aber etwas Höhersinnliches. Das Sinnliche bekommt eine eigene Qualität und grenzt dann an das Höhersinnliche und dann auch Übersinnliche, also vom Sinnlichen zum Übersinnlichen, über das Sinnliche auch. Ist ja auch eine andere Wahrnehmung dann überhaupt und das hat auch mit Klang zu tun. Auf jeden Fall. Das ist natürlich dann Wissenschaft, in diesem Sinne ist es dann keine Wissenschaft mehr und muss es auch nicht sein. Man muss ja auch, wenn der Sheldrake von Wissenschaftswahn spricht, dann muss man ja auch in einem seiner Bücher, nennt er ja so, ich glaube Science Delusion, ne? Dann hat er ja recht in dem Sinne, muss ja dieser Wissenschaftsfetischismus ist ja auch was Furchtbares. Alle auch spirituellen Leute möchten das gerne wissenschaftlich handfest haben, nicht? So geht es einfach nicht. Man kann eine spirituelle Grundüberzeugung schlecht nun lupenrein und wasserdicht sozusagen beweisen. Das muss man auch gar nicht. Das ist, glaube ich, Zumal auch allgemein alle spirituellen Traditionen eigentlich weniger versucht haben, ihre spirituelle Wahrnehmung zu beweisen, sondern Menschen dabei zu unterstützen, eine ähnliche Wahrnehmung auch zu haben, indem zum Beispiel das leibliche Empfangsorgan dafür vorbereitet wird, indem Meditationen durchgeführt werden. Es geht da immer um es geht immer darum, das selber eigene Erkennen. Das bloß Hören würde gar nicht, also das bloß Hören sagen würde gar nicht reichen. Wobei wir zum Beispiel so etwas wären wie dem Buddhismus, bei dem ja auch Selbsterkenntnis und Welterkenntnis sehr tief Naja, zusammengehen. das ist natürlich in der abendländischen Philosophie auch der Fall. Ne? Dieses berühmte Erkenne dich selbst in der Antike, nicht? Das ist ja auch gemeint, dann erkennst du, wenn du dich wirklich erkennst in der Tiefe, dann erkennst du auch die Welt. Oder bei Herakleitos, ich erforschte mich selbst. Und indem ich mich selbst erforsche, komme ich auch, da sind wir, haben wir schon angedeutet, kommen wir zu den Grundgesetzen der Welt. Also Selbsterkenntnis und Welterkenntnis gehen dann zusammen. Ich würde sagen, ohne Selbsterkenntnis im tiefsten Sinne kann es überhaupt keine Welterkenntnis geben. Wenn ich noch mal kurz ein Schelling-Zitat bringen darf, genau zu dem Punkt, weil wir gerade darauf gestoßen sind. Schelling, gewiss ist, dass wer die Geschichte des eigenen Lebens von Grund aus schreiben könnte, damit auch die Geschichte des Weltalls in einen kurzen Inbegriff gefasst hätte. Der große Teil der Menschen wendet sich von den Verborgenheiten seines eigenen Innern ab und so weiter. Also die Welterkenntnis über Selbsterkenntnis. Wenn ich mich im tiefsten selber erkenne, dann erkenne ich auch die Welt, weil ich bin ja ein lebendiger Teil dieser Welt, ein integraler Teil dieser Welt. Und das hat auch zu tun in gewisser Weise mit dem, vielleicht kann man das als Abschluss noch kurz anklingen lassen, mit Erinnerung. Du sprichst hier sehr häufig von Ja, Anamnese. ich spreche gerne von Erinnerung und habe viel darüber nachgedacht, dass Erkenntnis auch Erinnerung ist. Das findet man ja auch schon bei Platon. Die Anamnese ist bloß unter dem Einfluss von Sokrates
nimmt er das rein begrifflich, also dann auch so ein bisschen Begriffsfetischismus, kann man sagen, in den platonischen Dialogen. Aber im tiefsten Sinne ist das schon so. Den Begriff der Anamnesis gibt es ja auch bei anderen, auch im elysischen Demeter-Kult schon, vor Platon. Ich meine, dass der Mensch die Grundgesetze in sich trägt und dass er auch so damit verbunden ist, lebendig verbunden ist, dass er sich erinnern könnte. Das ist, der Einzelne weiß viel mehr, als er weiß oder als er ahnt. Das versuche ich ja immer wieder auch in meinen Büchern und auch in Vorträgen und so weiter, immer wieder an den Einzelnen zu appellieren. Lasst dich nicht klein machen, lasst dir nicht alles erzählen, auch von mir nicht, von mir auch nicht, sondern geh in dich selber und sieh nach, es gibt ein tiefes Wissen im Menschen, was nur verschüttet ist. Also Anamnesis ist auch eine Erinnerung an ein Wissen. Der Einzelne stammt aus der Tiefe der Welt, sage ich mal jetzt ein bisschen poetisch, aus dem Urgrund der Welt. Benutze mal diese Begriffe, die ich sonst eher nicht benutze. Und weil das so ist, kann er das auch wachrufen, weil er weiß es eigentlich, erinnert sich. Wir sind auch Erinnerungswesen. Wir tragen das alles in uns. Auch da gibt es schöne Sachen von Schelling, die dazu und auch von anderen Denkern. Und dass Philosophie auch mit Anamnesis zu tun hat, mit Erinnerung. Wir wissen viel mehr, als wir annehmen. Und man ist bloß überlagert, wenn man diesen ganzen Schutt, dieser reine Spiegel, der lebendige Spiegel, wie Bruno sagt, wenn man den ganzen Schutt, den ganzen Müll, die ganzen Neurosen, das ganze elendige Gerede und Meinen und Gieren, wenn man das einmal einfach mal diesen Spiegel glatt wischen könnte, dann würde man vielleicht, da würde der Spiegel rein, die Welt spiegeln, und man hätte auch Zugang zu tieferen Schichten, auch wenn es vielleicht nur ein kurzer Moment ist. Wovon die Buddhisten ausgehen. Ja, wovon die Buddhisten ausgehen. Dass dann, wie die Buddhisten ja sagen, in einigen Traditionen jedenfalls, die Buddha-Natur dann wunderbar hervorleuchtet und du dann das bist, was du eigentlich sowieso schon immer bist. Aber auch das natürlich, da will ich jetzt nicht zu sehr reingehen in diese Überzeugung. Auf jeden Fall, für mich spielt die Erinnerung eine zentrale Rolle und meine Philosophie basiert ganz wesentlich auf diese Erinnerung. Das Erkenntnis, Erinnerung ist. Und wenn man mich fragt, was sind eigentlich die Hauptgedanken, Ansätze, dann würde ich immer sagen, dass Erkenntnis Erinnerung ist. Und das kann ich auch versuchen zu begründen, das kann ich auch begründen. Erkenntnis ist Erinnerung. Und gleichzeitig ist es aber immer etwas Neues. Es ist nicht einfach, was schon da ist, sondern gleichzeitig ist es auch die Zukunft. Man kann auch die Zukunft erinnern. Jetzt wird es ganz schwierig. Ja. Das will ich jetzt nur andeuten. Das sind wunderbare Ausblicke für weitere Gespräche. Ja. Lieber Jochen, wir haben heute gesprochen über das Thema Erkenntnis. Wir haben uns die Kriterien der wissenschaftlichen Erkenntnis, des Modellbaus und Maschinenbaus der wissenschaftlichen Erkenntnis und ihre Begrenzungen angeschaut. Wir haben auch gesehen, dass man genauso gut statt von einer stummen, unkommunikativen Natur auch von einer kommunikativen Natur ausgehen kann, dass man den Menschen als Erkenntniswesen ernst nehmen kann, dass in Kontakt ist er mit einer lebendigen Natur, die sich auch mitteilen möchte, dass es Abstufungen gibt in der Bewusstseinsentwicklung und Einsichtsfähigkeit, die aber immer schon angelegt ist und wie eine Erinnerung im Menschen aufscheint, wahrscheinlich auch unter bestimmten Bedingungen. Und sicherlich gibt es auch das ein oder andere an Kultivierung, ja, was für den Menschen möglich ist in diesem Zusammenhang. Mhm. Und auch nochmal deinen zentralen Punkt, der Anamnesis ist besonders rausgestrichen. Ich kann letztendlich nicht nur erkennen, was ich bin, ich kann auch nur das erkennen, was ich schon weiß. Oder beziehungsweise schon, ich kann letztendlich erkennen, nur weil ich wiedererkenne. Und in diesem Sinne, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch, Jochen Kirchhoff, und vielen Dank, liebe Zuschauer, fürs Zuhören.